Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. So, vielen Dank, Mr. Freak Rose. Ich hoffe, jetzt hört und seht ihr mich wieder in guter Qualität, denn jetzt scheint hier alles im grünen Bereich. sagt mal ganz kurz im Chat Bescheid, ob es jetzt wieder funktioniert. Es sollte jetzt wieder ganz gut funktionieren. Manchmal muss man einfach neu starten. Siehst du da auch schon wieder was? Du bist wieder da. Ich bin wieder da. Das ist ja schön. Das ist ja total schön. Ja, Landschirtchen. Da hast du gedacht, ich nehme kurz die Pause wahr, ja, um bequem zu stehen. Vor der Schiffe oder was? Ja, genau. Aber jetzt siehst du mal, ja, bist du wieder. Sieht gut aus, Bescheid. Sehr gut, okay. Also, das war kurz ein Mini-Rage zu Firewatch. Ich finde, mir fehlen halt einfach wahnsinnig momentan Spiele, die erzählerisch mich in irgendeiner Weise reizen. Ja? Es gibt wahnsinnig viele Survival-Dinger und jeder schreibt seine eigene Geschichte, aber irgendwie ist dieses, jeder schreibt seine eigene Geschichte immer so, dass alle die gleiche Geschichte schreiben, weil alle müssen dann irgendwie erstmal Holz hacken, dann Stein hacken, dann sich irgendwas bauen, dann und so weiter. Ist irgendwie, weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Mir fehlen Geschichten, wo wirklich eine starke Geschichte dabei ist, und Firewatch war eins davon. Insofern kriegt das von mir absolute Unterstützung. Ich habe es, wie gesagt, gekauft, bevor das überhaupt rausgekommen ist, weil ich es unglaublich gut fand. Ja. Ich mag ehrlich gesagt auch kurze Spiele. Ich finde das auch gut. Ja. Ich finde das auch. Es ist schön, wenn du ein kleines, kompaktes Paket dann durchgezockt hast. Also ja. Dann fühle ich mich persönlich auch wohl. Und dann bin ich auf deiner Seite. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es mir kaufe. Du hast ja jetzt auch noch genug Spiele. Du hast ja jetzt erstmal hier den Mad Max, den du erstmal durchspielen willst. Ich habe letztens eine sehr geile Mission gespielt. Da muss man so eine Lichterkette besorgen. Die ist sehr geil. Die ist sehr stimmungsvoll. Und da überrascht das Spiel auch, weil du irgendwie über Zeiten immer wieder die gleichen Sachen natürlich machst, also den Lager überfällst und so weiter. Aber dann die Hauptstory, die hat dann doch schon noch so ein paar atmosphärische Schmankerl in petto. Ja, ist gut. Next. Ja. Next. Leider ein etwas trauriges Thema. Und zwar. Lass es doch! In Argentinien ist ein Delfin angespült worden, ja, ans Ufer, wie das ja häufig immer passiert. Wir hatten ja letztens erst das mit den Pottwalen und so weiter. Jedenfalls in Argentinien ist so ein kleiner Delfin angeschwemmt worden. Und das Ding ist, dass die Leute am Strand, weil dort ist momentan irgendwie schönes Wetter und alle sind am Baden, statt diesen Delfin wieder zurück ins Wasser zu werfen, haben die alle dermaßen viele Selfies mit dem machen wollen, dass das arme Tier tatsächlich erstickt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ganze wurde auch schön dokumentiert, zum Beispiel hier, ja. Wie die Leute also dann alle erstmal das Ding betatschen wollen, Handyfotos, haha, wie schön und so, während das arme Tier langsam erstickt. Also ziemlich dämlich das Ganze. Das geht auch momentan relativ rund auf allen möglichen Seiten und wird natürlich dementsprechend auch kommentiert. Vor allem diese Fotos werden ja kommentiert, ziemlich bösartig aus aller Welt sind da Leute drunter, die da dazu. Aber was soll man dazu sagen? Ja, so ist unsere Kultur, unsere Gesellschaft. Hauptsache ich. Manchmal fühlt man sich so ein bisschen so wie dieser Delfin auf einer Gamescom. wenn dann so Leute absolut rücksichtslos versuchen, dann an ihr Idol zu kommen, wie zum Beispiel Gronkh oder Sarrazin oder so, da muss man irgendwie mal gucken, also Handys oder Selfies und so weiter, die sind natürlich schon eine schöne Erinnerung, wo man sieht, okay, man selbst war mit dem Typen da, aber sowas hier in diesem Umstand, das geht halt echt überhaupt gar nicht, finde ich. Also dann so ein Tier dermaßen lange dann in der Luft zu halten und dann kommt immer wieder noch ein neuer und noch ein neuer, der auch noch ein Selfie will, komisch.
Oder? Hast du das mitbekommen? Nee. Ich. Ja. Strange, oder? Ja, nee, strange finde ich es jetzt gar nicht mal so sehr, aber es ist echt bitter. Mann, nee. Ja. Es ist bitter. Unsere bitter. Selfie-Kultur. Jedenfalls gab es eine Webseite, die das auch gepostet hat. Die Sache ist, dass ich die jetzt leider nur in Chrome zeigen kann, weil irgendwie bei mir in dem Browser, den ich nutze, um hier die Stream-Sachen zu zeigen, Flash nicht richtig funktioniert. Nichtsdestotrotz kann ich euch das trotzdem zeigen, und zwar die Whale und Dolphin Conservation Association oder so ähnlich heißt die. Jetzt seht ihr hier meine Links, aber egal. So, die hat ein ziemlich cooles Ding rausgebracht, was ich sehr interessant fand. Und zwar ist das eine Webseite, wo man sich einen Walfisch angucken kann. Und zwar in Echtgröße, also so wie er in echt, als würde er gerade vor deinem Monitor entlang schweben. Die hat natürlich auch darüber gepostet und hat das auch gezeigt. Und man sieht also hier oben rechts ist so eine kleine Karte sozusagen, wo man sich gerade befindet. Und wenn man jetzt mal hier so ein bisschen weiterzieht, dann kann man irgendwann mal auf das Auge kommen und dann seht ihr mal, wie riesig so ein, das ist wer das Auge in Echtgröße, ja? Ich meine, ihr habt das jetzt sogar noch ein bisschen kleiner. Ihr müsst das eigentlich so groß ziehen, wie euer Bildschirm halt groß ist. Dann würdet ihr tatsächlich das Auge, allein das Auge, das ist so groß wie meine, also wie meine ausgestreckte Hand, ja? Also hier so ungefähr, ja? So groß ist dieses verdammte Auge. Fast schon Schädelgröße. Sehr cool und kann man sich also dort angucken. Und überhaupt ist das eine Webseite, die wdcs.de, glaube ich, kann man da auch eingeben, weil die auch in Deutschland existiert. Also eine Webseite, die sich mit der Erhaltung von allen möglichen Delfinen und Walen beschäftigt. Kann man also sich durchaus mal angucken. Link bitte, das gebe ich doch gerne weiter. Den Link werde ich euch jetzt in den Chat posten. Klick! So. Ja, das muss ich wieder ausmachen, sonst haben wir die ganze Zeit so ein Gurgeln im Hintergrund. So, next! Ach ja, das war auch noch eine schöne Lektion in Sachen, wie sagt man dazu? Medienkompetenz. Ein wichtiges Wort. Ja, was ist Medienkompetenz? Dass man mit den ganzen Medien spricht, Twitter, Facebook, Google+, nein, das YouTube. Nein, das ist nicht Medienkompetenz. Ey, jetzt, ich bin doch noch gar nicht fertig mit meiner Ausführung. Ja. Aber das ist das, was Instagram. Ich glaube, Medien. Du wolltest nur noch weiter die Liste aufzählen. Ne? Instagram. Instagram. Hello. Genau. Dass man sich weiß, mit diesen Medien sinnvoll auseinanderzusetzen. Dass du zum Beispiel keine Pimmelbilder von dir bei Instagram postest oder bei YouTube. Ja, gut, YouTube. Das ist ein Teil der Medienkompetenz. Ja, aber ich finde, der wesentlich wichtigere Teil der Medienkompetenz ist, dass du Strategien von anderen im Netz durchschaust. Ja, das gehört auch dazu. Ja, das will ich gar nicht verneinen. Das ist für mich der wichtigere Teil. Ja, dass man weiß, also wie man selbst mit diesen Medien umgeht und wie auch andere mit diesen Medien umgehen und mit welchen Tricks die arbeiten. Also zum Beispiel, wie Werbung funktioniert oder wie Clickbait funktioniert. Ja? Vieles davon kennt ihr auch wahrscheinlich und seid auch intuitiv, weil ihr mit diesem ganzen Zeug aufgewachsen seid, schlauer als zum Beispiel eure Eltern, die vielleicht mal auf hier und dort draufklicken, weil da Download steht und sie denken, das sei der echte Download-Button und nicht erkennen, dass das eben nicht der echte Download-Button ist, sondern Clickbait. Das gehört auch zur Medienkompetenz. So, jetzt aber zu dem, was ich eigentlich zeigen wollte. Nämlich werden momentan auf mehreren Seiten im Internet, zum Beispiel Focus, zum Beispiel Spiegel, zum Beispiel ich glaube, die Huffington Post hat auch darüber berichtet und alle möglichen Seiten, N24, ja, also schon Seiten, haben Folgendes hier verkündet. Und zwar
Gibt es ein, hier sieht man es gerade bei Fokus, Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Wer diesen Code knackt, bekommt 40.000 Euro. Das ist auch durchaus wahr. Es geht um einen geheimen Code, der auf einem Zigarettenpapier notiert worden ist und der 1944 von einem Soldaten, wahrscheinlich britischen Soldaten, versendet wurde. Denn es gab einen Tag, an dem Churchill verboten hat, jeglichen Funkkontakt bzw. Telefonkontakt irgendwie herzustellen. Es wurden also Brieftauben verschickt und eine dieser Brieftauben wurde als Skelett in einem Kamin gefunden und an dessen Bein, an deren Bein, war also diese Nachricht auf Zigarettenpapier, den man hier auch tatsächlich sieht, dieses Papier hier, ja, mit einem bestimmten Code. Seitdem versuchen alle möglichen Geheimdienste und Historiker herauszufinden, was denn auf dieser Nachricht stand. Denn es ist ein durchaus wichtiger Tag gewesen, ja, die Landung der Alliierten. Insofern ist das also durchaus ein gängiges Geheimnis. Es hat jemand aus Spanien plötzlich 40.000 Euro Preisgeld ausgesetzt, wer also diesen Code Oh, jetzt habe ich gerade eine Seite zugemacht, die ich hätte nicht zumachen sollen. Das ist natürlich doof, weil ich das natürlich gerade zeigen wollte. Aus Versehen. Fail. Aufgeregt ein bisschen. Weil ja. Da im 612. Stream immer noch. 612 sind wir? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Crazy shit. Jetzt muss ich kurz. Oh Gott, jetzt machst du mich noch viel nervöser. Jetzt habe ich meinen Eiern, Alter. Ja, jetzt muss ich mal. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Das ist natürlich jetzt saudoof. Code. So, jetzt mal gucken. Hier, Rätsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich muss es gerade nochmal raussuchen. Ah, ja, genau, ein Spanier. Jetzt habe ich dir auch die Seite wieder. Gott sei Dank. Jetzt sind wir gerade warm geworden, ne? Und mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Landkärtchen, alle 10 Euro. Ich wünsche allen ein sonniges Gemüt. Thank you very much, Paul. Thank you very much, Paul. So, hier also für diejenigen, die 40.000 Euro gewinnen wollen. Hier ist der Code, ja. Es haben sich viele Leute an diesem Code die Zähne ausgebissen. Und zwar ist der deshalb auch so schwierig, weil die Bücher, die Entkodifizierungsbücher nicht mehr existieren, die Großbritannien damals hatte. Das heißt also, alle möglichen Leute wollen wissen, was da drin steht, natürlich. So, und jetzt hat eben einer 40.000 Euro rausgehauen. Ja, und alle klicken jetzt natürlich auf diese Webseite und wollen gucken, wo kann man sich da anmelden. 40.000 Euro, das ist ja viel Geld. Und ich scroll jetzt einfach mal nach oben, ja, und zeige euch mal, wer Initiator dieses ganzen 40.000 Euro Dings ist. So, hier nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Aha. 4YEO in Form eines Schlüssels. Tja. Ein Encryption-Programm, ja, ein kleines Tool, mit dem man zum Beispiel E-Mails oder andere USB-Sticks oder so encrypten kann, um den Zugriff von neugierigen Augen. Oh Gott, ich verhaspel mich heute voll in meinen Sätzen. Ist mir nicht aufgefallen. Ich bin gerade total fasziniert von der Scheiße. Ja, also jemand, der eigentlich was verkaufen möchte, ja? Es scheint so, hier 40.000 Euro für einen ehrenwürdigen Zweck. Wir wollen endlich wissen, was da drin steht. Ist ja ein historisches Dokument und so weiter. Und plötzlich steht dahinter so ein McAfee-Ableger, ja? Irgendein Encryption-Programm, der das versucht, also sein Produkt an den Start zu bringen. Ja. War für mich deshalb relativ interessant, weil eben diese ganzen Seiten, wie zum Beispiel Focus oder so weiter, überhaupt gar nicht darauf eingehen, dass das eigentlich eine Seite ist, die von einem von einem kommerziellen Interesse gelenkt wird. Und davon gibt es mehrere Beispiele, wo die Medien vielleicht sogar unbewusst, ja, ohne sich wirklich dessen bewusst zu sein, bestimmten kommerziellen Interessen dienen und das selbst vielleicht gar nicht wahrhaben.
oder wahrhaben wollen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht wahrhaben. Also ich bin selbst auch schon darauf reingefallen. Es gab zum Beispiel mal einen Artikel über YouPorn, ja, die ja mit ihren Listen, die sie anfertigen, was haben die Deutschen am meisten gesucht und wie lange schauen PlayStation 4-Nutzer Pornos im Durchschnitt und so weiter und so fort. Mit diesen ganzen Statistiken, die ja alle lustig sind und die wir alle lustig finden, hat YouPorn es geschafft, eine ziemlich zwielichtige Seite, ja, wo es um Pornografie und alles Mögliche geht, in den Mainstream zu bringen. Ja? Weil alle haben darüber berichtet. Gaming-Seiten, Nachrichten-Seiten. Was alles Mögliche bedeutet. Was? Was alles Mögliche bedeutet. Ja, nee, aber alle haben wirklich darüber berichtet. Und man muss sich das einfach mal bewusst machen. Also, das ist eine sehr, sehr intelligente Marketing-Methode von YouPorn. Die machen das ja auch nicht, weil sie so nett sind und weil sie gerne mit uns lachen wollen, sondern weil sie ihr Produkt nach vorne bringen wollen. Und genauso ist das hier auch. Und man muss halt immer aufpassen im Netz, finde ich. Das ist manchmal nicht so einfach und nicht so durchsichtig, wessen Interessen man da gerade hofiert. Ja? Pornografie. Was? YouPorn ist Gnadelwarts Startseite. Ja. Wie den anderen, ja, Sachen, die nicht Porn sind. Ruppel schaut sich natürlich nur die Statistiken an. Na klar. Nee, ich meine das damit, dass ich nicht, also, dass ich, dass der, mein privater Konsum von YouPorn geht keinem was an. Ja? Sondern es geht darum, dass ich diese Statistiken auch damals bei LPT Live zum Beispiel, hatten wir die mal in den News drin und haben damit auch über YouPorn berichtet. Ich habe auch einmal, glaube ich, in diesem Livestream über das League of Legends Team, was inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr existiert, damals berichtet. Auch eine Sache gewesen, die natürlich im Zielpublikum, sage ich mal, einschlägig über meinen Stream natürlich auch an den Endverbraucher getragen wurde. Ja? Insofern, ja, muss man sich da immer einmal vornehmen, was denn da so los ist. So, wir kommen zu der letzten, schnellen letzten, weil wir haben heute richtig coole Spiele auch am Start, schnellen letzten News. Und zwar hat wer die University of Southampton ein neues Speichermedium jetzt veröffentlicht. Und zwar eine fünfdimensionale Glasdisk, die etwa so groß ist wie ein 2-Euro-Stück. Ja? Also ein Speichermedium, das, was wir mal früher als DVDs oder Disketten kannten, gibt es jetzt als 2-Euro-großes Glasstück. Und mit Lasern werden da also verschiedene Sachen hineingraviert, Nullen und Einsen. Und die können dann mit Polfiltern und ähnlichen Lasertechnologien und Mikroskopen und so weiter wieder ausgelesen werden. Auf eine 2-Euro-Münze, die Größe einer 2-Euro-Münze, passen somit, Achtung, 360 Terabyte. Dieser Datenträger außerdem kann bei bis zu 1000 Grad Celsius bestehen bleiben und bleibt intakt. Außerdem würde er an die, was war das, 13,8 Billionen Jahren bei Zimmertemperatur nicht zusammenfallen. Nächste Woche zum Salutieren. Jesus, Jesus, du wärst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Den kenne ich auch, ja. Das kenne ich auch. Das ist auch ein guter Song. Werde ich mir mal zu Gemüte führen. Ja, aber hier, 360 Terabyte für 13,8 Billionen Jahre ohne Datenverlust, das ist doch mal was. Ja, und das ist geil, aber jetzt sag doch mal der Preis. Und ja, der wann Preis das eingefügt wird. Ist momentan noch nicht serienfähig, aber was schon immerhin gemacht wurde, auf mehreren diesen kleinen Chips wurden zum Beispiel wichtige Dokumente der Menschheit gebrannt und sind somit erstmal für 13,8 Billionen Jahre safe. Sowas wie zum Beispiel die Menschenrechtskonvention,
oder Declaration of Human Rights, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ja. So sieht das Ganze aus, ja, so eine kleine 2-Euro-Münze. Man kann da sogar noch bestimmte Bilder hineinfräsen, also genau so könnte das aussehen. Und ich habe hier sogar ein kleines Video, was ich euch zeigen kann, wie so ein Ding hergestellt wird. Also hier wird mit Lasern da drauf geschossen und auf diese kleine Münze können dann eben so haufenweise Daten gebrannt werden. Ich frage mich allerdings, wenn du also ich weiß ja, dass es früher, wenn du so eine DVD gebrannt hast, ja, mit 4,6 Gigabyte, dann hat das mal schon eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert, wenn du die voll geschrieben hast. Ich frage mich, wie die Geschwindigkeit bei diesen Dingern ist, wenn du 360 Terabyte an Daten, wenn du die allein schon kopieren müsstest, wäre das ja ein Horror. Das würde ja mehrere Wochen dauern. Also ich habe hier eine Terabyte-Festplatte und ich kriege die einfach nicht voll. Oh, das habe ich schon mehrmals geschafft mit Let's Plays. Ja. Das geht schnell, ja. Ja. Ich mache ja das nicht mehr. Soweit die News, würde ich sagen. Wir sind am Ende der News angelangt. Jetzt wollen wir wieder... Aber der Fun haben. Und das kriegen wir natürlich am besten mit... Ja, zocken ist auch eine gute Idee. Ich verlege ja schon regelmäßig meine normalen USB-Sticks. Jetzt auch noch Münzengröße? Oh Gott. Ja, liebe Leute, wir haben letzte Woche versucht, ein Spiel zu spielen und aus letztem Tutorial gescheitert. Ich muss das nochmal erzählen, aber es war einfach großartig. Der das Tutorial nicht geschafft hat. Willst du das nochmal zum Besten Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Du musst mich zurückdissen, Alter. Ich wüsste nicht wie. Ja, gut, dann wirft ihn Delfin wieder zurück ins Meer. So. So, wir fangen mit Koop an, oder? Auf jeden Coop. Fall. Ja, Koop. Heute können wir richtig mal. Wir können ja sogar ein bisschen länger streamen heute, ne? Ja. Wir haben nämlich noch ein sehr cooles anderes Spiel. Auch eher ein Indie-Spiel, aber. Erstmal Koop Decrypted, das Spiel, was wir letztes Mal spielen wollten und jetzt endlich spielen werden. Ich zeige euch mal ganz kurz die obszöne Szene. Und jetzt muss ich natürlich noch hier Eigenschaften. Ah ne, das ist das Falsche. Das hier. So, zack. Ja, da sind wir auch schon. Ich glaube, ich muss hier nochmal den hier etwas größer ziehen. Ja, so. Also, Koop Decrypted. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich muss das noch ein bisschen leiser machen. Musikvolumen. So. Ich mache noch die Musik aus, dann ist auch alles gut. Zack. Wir gehen auf Online Multiplayer. Ich create den Raum. SGTR. So. Und du kannst mal joinen, bitte. Also gehe ich nach Local Multiplayer, ne? Und sage... Nee, nicht Local Multiplayer. Nein, S... GTR. Enter... Achso, warte. SGTR. Wie so. In der... Join Room. Waiting for host to choose a level. Ja, okay. Dann mache ich das mal. Also, wir sind zwei kleine Roboter und das Ganze ist ein Puzzle-Game. Ganz witzig gemacht eigentlich. Wir haben bisher das Tutorial gespielt, beide erfolgreich, auch Ossel beim letzten Mal. Hier seht ihr diesen kleinen Roboter, das bin ich. Man bewegt sich auf so einer zweidimensionalen Ebene durch einen dreidimensionalen Raum. Und ich bin nicht alleine, sondern Ossel ist bei mir, obwohl man ihn gerade nicht sieht, denn ich kann ihn hier einblenden. Da springt er rum als blauer Roboter. Ich bin der rote Roboter, Ossel ist der blaue Roboter und wir haben hier so eine Art, ja, portalhafte... Versuchsanlage und müssen uns hier durch alle möglichen Bereiche rätseln. Zum Beispiel haben wir hier so einen kleinen blauen Kreis. Das bedeutet, hier muss irgendwie mein Kollege irgendwas machen und der steht auch schon parat an einer Stelle, wo er diesen Laser ausschalten kann. Mach doch mal. Ja, ich mach das mal. Achtung, pass auf, kommt. Ja, sauber. Ich bin jetzt schon durch und jetzt kann ich hierhin wiederum, um ihm... jetzt kann ich hier, wie war das noch mit dem Fokus? Warte, noch nicht, genau. Ich muss, so. So, der Fokus
er geht jetzt zu dem roten Bereich hin. Wenn ich hier die Kamera kann ich auch rüberziehen und auf den anderen Bereich. Gut. So. Jetzt kann ich hier das Ding betätigen und damit fährt sein Gitter nach oben. Das sieht zwar ein bisschen falsch aus, aber... Wieso denn? Ja, nee, du musst wieder hochmachen. Dann kann ich noch ein Goodie holen. Ja, warte. Ich bin gerade dabei, nämlich hier schon das nächste Rätsel zu holen. So, es fährt wieder hoch. Das heißt also, ich habe den Schalter für sein Gitter. Jawoll, Ossel. Und habe mir gleichzeitig auch noch eine Kiste geholt, denn die Kiste brauche ich, um hier weiterzukommen. Ich muss hierhin mir hier das Kärtchen holen und dann kann ich auch hier durch schon unlock und bin weitergekommen. Du bist jetzt an der Wall und ich muss mich jetzt mal... Ja, genau, jetzt können wir das andere Ding zeigen. Wir haben nämlich auch noch Powers. Ja? Ich kann Energie ziehen und das sieht so aus. Moment, so. Ja, ich kann Energie aufsaugen sozusagen. Ich kann hier... Alarm! Was ist passiert? Du hast einen Strich im Bild unten links. Habe ich den immer noch? So, dann müsste es jetzt weg sein. So, ich mache hier nochmal. Guck mal, jetzt hast du noch ein bisschen mehr. Jetzt müsstest du deine Power auslösen können und damit die Wall explodieren lassen. Mit zwei und... Jawoll. Ja, damit bist du durch und ich kann hier auch weiter. Und ich hoffe, dass das hier, genau, diese Dinger hier gehen weg. Das haben wir vorhin schon mal gespielt, dieses Rätsel. Wundert euch nicht, dass wir jetzt hier so nichts durchlaufen. Denn das haben wir, wie gesagt, schon einmal gespielt. Ja, der so. Manuel hat eben ganz schön gekniffelt. Gekniffelt? Hör ich gar nicht. Weißt du das nicht so? Weil du hast so knifflig fand. Pass auf, jetzt kann ich mich hier... Hier seht ihr im Hintergrund so eine Art Behälter. Mit dem kann ich mich richtig krass aufladen. Ich drücke immer die falsche Taste. So, und ihr seht oben den Balken, das gilt für uns beide. Jetzt hat Ossel genug Power, um hier, wo er nicht drüber springen kann, die ganzen Kisten wegzuhauen. Genau. Nimmt sich das Kärtchen. Die Korte. Und er geht weiter. Vorsicht mit der Kamera, da musst du immer warten, dass die im richtigen Winkel steht. Sonst kannst du da nicht... Lauf! Ja. So. Finde ich auch jetzt, gut, dass man nicht sofort gekascht wird. Genau, jetzt muss ich hier im Endeffekt mir noch das Kärtchen holen. So. Und gehe dann auch weiter. Zack. Und wir bewegen uns parallel, aber eben doch in unterschiedlichen Leveln. Ist eigentlich ein ganz witziger Ansatz, finde ich. So, ich mache dir das Ding mal aus. Besten Dank. Bitteschön. Eieiei, da bin ich eben viel dran gescheitert. Ja, das stimmt. Das war zu schwer für mich. Aber das war deshalb, weil du die Controls nicht richtig hattest. Halt, du musst nach links, bitte. Und ich muss mir das einmal hier ausmachen. So, und das sieht man jetzt oben links, wie das passiert. So. Voila, liebe Leute. Und wir sind am Ende dieses Levels angelangt. Und ich werde mal weiter den Chat lesen, was ihr so zu diesem Spiel sagt. Wir haben das erste Level freigeschaltet und ich gehe natürlich direkt auf Next Level, das wir jetzt, wie gesagt, noch nicht kennen. Das heißt also, wir rätseln jetzt das erste Mal richtig und werden mal gucken, ob wir hier uns... ich kann hier mich schon aufladen, sehe ich gerade. Das mache ich mal. Nicht verprassen, ja, unsere Energie. Nicht verprassen. Immer schön haushalten damit. Ich glaube, du musst mich irgendwo hochlassen. Ja, ich kann dich auch hochlassen. Nein! Nein, was machst du? Jetzt bist du gestorben. Nee. LOL, der das Tutorial nicht geschafft hat, ist gestorben. so, also. Ich mach dir nochmal die... Dann fahr mich mal hoch. Fährt hoch. Weißt du, achso, warte mal, mit Q kann ich rausfahren? So, jetzt müsstest du noch irgendwas haben, weil ich habe hier auch irgendwie so ein blaues. Ich habe eine Korde. Oh, shit. Du musst mich nochmal hochfahren. Ich habe die andere Seite leider noch nicht gesehen. Ja, da hast du wahrscheinlich was für mich. Ja. Ich komme hier auch allerdings so hoch. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Irgendwas kann ich hier oben noch machen. Warte mal. Ah, hier ist die Karte. Oh, noch ein Goodie. Wow, was war das denn? Ich habe einen Orb collected. So, aber was ich jetzt brauche jetzt von dir, was war das denn? Ich habe eine Tür aufgeschlossen, weil ich noch eine Keycard hatte. Ich sprenge dann jetzt mal das Ding hier in die Luft. Ja. Bam!
Aber du hast doch, ich glaube, du bist, nee, ich glaube ehrlich gesagt, du bist an irgendwie an der Sache vorbeigelaufen. Nee, hier ist doch noch eine Keykarte. Nee, aber du bist, oh, ich komme nicht mehr zurück. Nee, dann kann es auch nicht sein. Dann musst du auch da weiter. Ist ja strange, weil ich kann hier irgendwie nicht weiter, ohne dass. Aber da ist doch, ich hab's. Ja? Ja, da ist was für dich. Da ist was für dich dabei. So, jetzt oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sauber. Jetzt kann ich auch weiter. Oh, so, hier brauche ich drei Karten. Was ist denn hier los? Irgendwie das hier kann ich mal nach oben fahren lassen. Und dann kann ich mit dem hier da drüben irgendwas machen. Ja, mir musste irgendwie Strom ausschalten. Oh, da ist das Kärtchen. Oder kann ich... Ja, ich kann den Strom ausschalten. Ich habe hier was. Musste auch. Warte mal. Genau, den Strom kann ich dir ausschalten. Hast du schon gemacht? Weil nee, dann war es das jetzt. Jetzt, ja. So, und jetzt kannst du mir irgendwas machen, oder was? Nee, das ist was für dich, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Doch, mach mal. Betätige mal. Tätige bereits? Dann ist es das nicht gewesen. Dann musst du weiter gucken. Weiß nicht, wofür das war. Wenn du Y drückst, dann sagt es dir, wenn du vor so einem Apparat stehst, dann zeigt es dir meistens an, wo du hin musst. Ich kann hier auch nochmal gucken. Was? Nochmal bitte? Wenn du vor so einem Apparat stehst. Oben ist auch noch was, oder warst du da schon bei dem Ding? War das das von vorhin? Ja, das war's von vorhin. Okay, nee, dann ist es nicht. Dann musst du weiter. Sneeze Meat! Tschüss! Ja, nee, dann musst du weiter. Hier musst vorne du weiter. Sind, guck mal, hier vorne ist so ein Punkt. Nee. Das. So, ja, den habe ich auch gesehen. Aber nee, versuch mal weiter zu gehen. Ich komme hier nicht weiter. Also hier. Der macht nichts. Nee, offenbar. Unten. Hier, da. Nee, da komme ich nicht weiter. Das habe ich schon ausprobiert. Ach was. Mir fehlt eine Keykarte. Ach was. Ja, doch. Ja, dann sind wir am ersten Rätsel hängen wir noch gerade. So, was ist das mit... Da vorne steht tatsächlich irgendwas. Das ist ja interessant. Ach, nee, warte mal. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist vielleicht mein Level, oder? Kann das sein? Das Ding kannst du mal schön wieder runterschicken. Ja. Dann kann ich nämlich mal auf die andere Seite auch drauf. Da warst du noch gar nicht? Nee, ich glaube nicht. Fahr mal. Ich muss erstmal gucken, wo das war. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe hier. Ich musste hier nach oben, dann hier nach hin. So, das ist jetzt voll kompliziert, nur weil du nicht aufgepasst hast. Was labert der? Stehst in der Luft. So. Oh, das laggt. Fährt nach oben. Nein, fährt nicht nach oben. Das sollte aber nach oben. Du kannst doch da so einfach rüberspringen, Alter. Nein, ich muss nach rechts, ich muss nach links. Ja, aber du kannst doch nach links, da ist so ein Gitter in der Mitte. Ne, ja, spring einfach mal. Nach links. Nein, da komme ich gerade eben nicht drauf. So. Doch. Nein. Shit. No. Hast du irgendwo eine Kiste, die du nehmen kannst? Weil ich kann hier nichts mehr betätigen. Du hast mich doch gerade da hochgefahren. Das geht doch. Ja, aber das geht jetzt nicht mehr. Warte mal. Nee, das ist aber der andere gewesen. Warte mal, dann muss ich nochmal hier lang. Aber hier gibt's nichts mehr. Gehen wir vielleicht hier? Nee, ich hab hier keinen Schalter mehr, der dich hochfahren lässt. Ja, ich kann nur noch zurück. Vielleicht musst du das selber machen. Boah, scheiße, ich komme da gerade eben nicht drauf. Ich komme hier auch nicht mehr zurück. Da, fährt er nach oben. Jetzt fahr ich. Da oben ist die Karte. Oben rechts ist die Karte, du Vogel. Ah, nein. Echt? Ja. Fahr das Ding nochmal hoch. Ja, fahr nochmal hoch. Ich fahr das nicht hoch. Das bist du selber, glaube ich. Ja, nee, da musst du noch weiter hoch. Du musst eins noch höher. Ja, ich weiß schon. Verstehe aber nicht, woran das dann hängt. Weil ich kann hier nur meine Sachen betätigen. Betätige nochmal das Ding da in der Mitte. Das da, ja? Und dann spring da drauf. Ja, habe ich gemacht. Wo ist denn mal das hier? Ah, warte mal hier. Ah, warte mal, muss auch. Ich bin's echt selber. Jetzt spring da hoch! Oh, Gott sei Dank. Horde! Jetzt haben wir drei Karten, jetzt kann der Ossel weiter. Sauber!
So, und jetzt kannst du mir hoffentlich das Ding hier ausschalten, weil sonst komme ich ja nicht durch. Ja, hier ist ein Schalter. Ja, das sieht gut aus. Nice, Alter, nice. So. Ich hab gleich meinen Daumen schon durchgezockt. Ja, ich noch nicht. Ich hab eine Karte. Ja, ich hab auch eine Karte, aber ich muss hier erst nochmal vor der Kamera fliehen. So, ja, ich nehme die zwei Karten, die wir haben, und bin mal durch. Bin auch durch. So, was haben wir hier jetzt? Oh, du musst was machen. Ja, ich kann hier hoch, aber ich muss erst mir zwei Kisten holen, weil sonst komme ich da nicht hoch. Ach, Kisten habe ich noch gar nicht geholt. Wie ging das nochmal? Ja, das geht nur bei bestimmten... So, ich könnte dir irgendwas zuschustern. Nee, Energie brauche ich nicht. Kannst du mir geben, aber brauche ich nicht. Nee, aber ich habe dir gerade... Ja, hast du gerade, super. Ah, jetzt brauchst du die Energie, aber jetzt die hast du ja noch. Dann kann ich gleich aufladen danach. Wow. Sauber! Oh, geschafft. So, ich habe nochmal aufgeladen. Und dann geht's auch schon weiter, Alter. Ah, wir sind aber halt am Levelende. So. Geil. Habt ihr es jetzt so einigermaßen kapiert, wie das so funktioniert? Sagt doch mal, was ihr von dem Spiel haltet. Ich find's eigentlich ganz nett. Ich frage mich noch so ein bisschen, ob die Level noch so ein bisschen abwechslungsreicher werden. Momentan sind also abwechslungsreich genug, dass wir noch eins spielen können. Ja, definitiv. Also so zum Knobeln finde ich es eigentlich ganz geil. So. Jetzt bräuchte nur die Kommentare vom Manuel, die bräuchte ich nicht. Sagt der, der das Tutorial nicht geschafft hat. Ist ganz gut, ich find's gut. Ist cool, sagt mir der Hexe. Sehr gut. Wenn du jetzt nicht brav bist, dann drücke ich dir dein Knöpfchen. Mach doch mal. Ich muss das vor allem hier so ein bisschen timen, weil ich sonst in der Lampe, in der Kamera drin stehe. Aber läuft. So, hier kann ich uns Energy holen. Ein Energy-Drink gefällig. Zack. Ja, brauche ich auch, denn jetzt muss ich mich durch die Wand durchballern. Bam. Oh. Julian, bam. Was haben wir denn hier? Hier habe ich eine Kiste und irgendwie... Oh, wieso geht das denn nach unten? Interessant. Ich bin die ganze Zeit weak geworden. Halt! Och, dammit. Hoffentlich brauche ich das nicht noch. Bist du eigentlich traurig, dass du nicht sprengen brauchst? Dass ich nicht sprengen kann, meinst du? Ich hoffe, kannst dass ich du nicht prinzipiell übersehen, nicht Alter. Sprengen? Oh, scheiße, hier ist was mit Kisten. Ich fall hier weiter runter. Oh, hier geht's einfach weiter. Na gut. Wie nimmt man die nochmal, die Kiste? Wie meinen? Ich weiß gar nicht, wo man die Kiste nimmt. Alter, ich hab keine... LOL! Siehst du das gerade? Ich mache hier ein Parcours. Collected 10 Orbs. Ja, amüsierst dich mit Orbs und ich muss hier mein Leben aufs Spiel stehlen. LOL, was war denn hier los? So, ich habe eine Karte. Ich hab hier auch kannst du das auch sagen von dir? Ja? Ja, aber ich muss erstmal wieder erfahren, wie man gucken. Wie nehme ich denn Sachen auf? Das ist auch lustig. Sobald jemand das Pause-Menü aufruft, ist das bei beiden da. Ja, ich musste gerade mal gucken. So. Wie ich das Ding nehme. Ja. Ich kann hier auch Kisten nehmen, ich weiß aber noch nicht wofür. Ja, ich brauche eine. Interesting. Irgendwie nimmt er die nicht, die Kiste. Ich bräuchte hier noch eine. Huch. Ich habe hier noch Knöpfe. LOL! Ich glaube, ich habe einen Bug entdeckt. LOL! Ah, ja, I see. Ach, du bist der... Was machst du? Meine Kiste oder was? Nee. Nee, ach, scheiße. What the fuck? Was passiert hier gerade? Ah, voll der Bug. Du betätigst meine Kiste gerade. Das ist ja total scheiße. Lustig. Schräg. Nein. Doch. Ah, ich hab's geschafft. Ich kann die nächste Karte holen. Ja, schön. Wieso fährt das verdammte Ding jetzt nicht hoch? Schön. Also, wo kommt man denn da hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach weiter. So. Ich hab eine Karte geholt. Ja, ich bin auch schon weit her. Da kam ich drüber. Jetzt kann ich hier irgendwas machen. Aber man spielt ja fast. Scheiße. Was denn? Die kriegt dich. Du musst raus aus dem. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Da war aber auch. Lol, das wird für uns beide resettet dann.
natürlich unangenehm. So, ich werde mich mal hier weiter nach oben kämpfen. It's a bug, not a feature. Andersrum. Aber siehst du bei mir rechts das Ding? Hast du eine Idee, was es sein könnte? Dieses grüne? Nee, rechts dieses Ding. Ja. Boah. Das da. Ja, ich weiß aber, ich glaube nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Doch. Aber hier brauche ich dich sozusagen. Ach nee, warte mal. Ich kann dir was schalten. Aber das kriegt eine Outline, wenn ich da dran gehe. Ja, dann warte mal kurz ab. Ich kann dir hier was abschalten oder einschalten. Moment. Lol, was ist mit den Kisten heute los, ey? Vielleicht hast du eine schiefe Ebene. Ja, aber echt, ey. Die Kiste, die rutscht. Finde ich geil, dass man dem anderen zugucken kann. Siehst du da auch, dass die Kisten so komisch... What? Die trollen mich voll, die Kisten. Alter. Ich kann schon mal den Algorithmus des Scheinwerfers auswendig lernen. Also ich kann nichts machen. Oh, oh, oh. Entschuldigung, nein. Da, 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 da. So, jetzt habe ich... Oh, what? Nichts. Du Noob! Wieso rutschen die Kisten hier mal? Das gibt's doch gar nicht. Um das Spiel etwas schwerer zu machen. Lösungsansatz A, Lösungsansatz B. Ey, das ist unmöglich, dieses Ding. Da sind noch ein paar Bugs. Rein theoretisch würde ich da nach oben kommen, aber ich habe keine Ahnung, was hier mit den Kisten los ist gerade. Ah, damn it, ich hätte es beinahe geschafft. Das Ganze macht einfach nur das, Stimmt, du musst, stapel die doch mal nach rechts und dann wandern die ja langsam runter. Oh nein! Wie meinst du nach rechts? Naja, so weit nach rechts wie möglich. Ja, dann rutschen die nicht. Die rutschen erst ab hier ungefähr. Ah nein, das ist ja total bescheuert. Oh, jetzt habe ich es geschafft, glaube ich. Wenn ich das jetzt hinkrieg. So, guck mal. Jetzt! So, ich habe dir irgendwas geschaltet. Ja. Ich kann mal gucken, warte mal, ich kann mal gucken, da musst du weiter nach oben irgendwie, scheint es. Ich glaube, das kannst du lassen da. Ich glaube, da kannst du nur die Kamera ausschalten oder so. Ach so, ja genau, du könntest hingehen und das Ganze explodieren lassen, also dich explodieren lassen. Wenn die Kamera gerade nicht guckt, dann wäre das wahrscheinlich kaputt. Ja, jetzt. Ist eine gute Idee. Und go. Loslassen. Ja, voll. Ah, cool, bin ich nicht drauf gekommen. Ja, siehst du mal. Habe ich nicht antizipiert. Hast du nicht gerafft und so, ne? So, ich glaube, jetzt kommst du in den Bereich, wo ich auch für dich irgendwas schalten kann. Ich kann für dich vor allen Dingen... Nee, das ist nur für dich. Da ist kein roter Punkt drüber. Ach, stimmt, ja. Da holst du dir das Ding da runter oder das Ding da hoch oder so. Du kannst dir die Kiste nehmen, die da rechts ist. Nee, und ich glaube, ich muss was für dich schalten. Nee, du kannst die Kiste... Ja, gut. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ach du hast hier unten jetzt was freigeschaltet, aber ich muss ja erstmal nach. Oh nein, jetzt bin ich da unten gegangen. Aber ich kann hier noch weiter schon. Ja, jetzt warte mal, aber du kannst doch noch den Orb holen, hör mal. Da ist doch noch ein Orb gewesen. Da unten drunter, ja, das stimmt. Und den kannst du nehmen, indem du die Kiste nimmst, die links von dir ist. Ist keine Kiste, die ich nehmen könnte. Nee, links sage ich ja auch, nicht rechts. Ach so. Oben auf dem Ding drauf. Links, rechts, links, rechts. Nee, du bist zu weit gegangen. Oben auf dem Gitter drauf, da ist noch eine Kiste. Dieses orangene Ding, was du da siehst. So, jetzt fahre ich nochmal hoch. So, wo denn? Da, rechts jetzt. Auf dem Gitter rechts. Hier? Ja, das ist eine Kiste, die kannst du nehmen. Da ist keine Kiste drauf. Hier ist keine Kiste drauf. What? Ja. Bei mir ist da eine Kiste drauf. Okay, ja gut, dann eben nicht. Ich hab dir auch irgendwas, glaube ich, schon längst abgeschaltet. Ich glaube, das ist alles gut, wir können weiter. Ach so, warte. Oh nein, ich bin durch. Scheiße. Macht doch nichts. Ich bin auch gleich durch. Ja, jetzt muss ich diese Kisten hier nehmen. Also man kann Kisten nicht durch Räume durchbringen, aber das macht nichts. Aber das musst du manchmal musst du die Kisten da reinschmeißen, damit die kaputt gehen und ja, beim genau. Nächsten Counter. Aber ich komme hier einfach so weiter und ich glaube. Sterne! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar! Mit die 229.
Aber du hast schon eigentlich ganz gut drauf, muss ich sagen. Ja. Ja, nur das Meer und Kontinente, das ist ja. Ich bin ja mal konzentriert bei irgendwas so anderem. So den Slang meine ich. So, ja. Das Slang. Das Slang. So. Oh. Entweder das Ossel ist wirklich blind oder das Spiel spielt. Ich glaube, das hat noch ein paar Bugs leider. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das Early Access ist oder nicht. Nee, der war bei mir nicht. Ja, ohne deshalb Scheiße, meine ich ja, deshalb meine ich ja, das ist vielleicht noch ein bisschen buggy teilweise. Oh, jetzt gehen hier alle. Jetzt lassen sie uns alleine. Wir sind nämlich leicht ausgebrochen. Oh, das sieht aber schon ganz nett aus, muss ich sagen. Guck mal, da oben ist irgendwas. Kommt man da auch weiter? Ist doch gerade was runtergefahren. So. Ruckelt ein bisschen komisch rum bei mir. Ja? Nee, bei mir nicht. Zack. So. Was können wir hier noch? Oh, da gibt's noch einen Orb. Ich nehme noch den Orb. Achtung. Zack. Ja. Jetzt müsste mich irgendjemand hochfahren. Ah, oh, fuck. Was ist das denn? Lol, ach, du explodierst die ganze Zeit. Echt? Ja, hier flog mein Korpus noch rum gerade. Ich meine, da ist auch ein Darstellungsfehler irgendwie. Ah, nice. So, du kannst auf jeden Fall dich explodieren lassen. Wir haben genug, oh, das ist noch nicht so... Das nennt man übrigens falsche Synchronisierung. Synchronisation. Was machst du denn da, Alter? Na, ich versuche gerade weiterzukommen. Ja, nach links muss aber du mal. Ja, da musst du da was ausstellen. Irgendjemand muss mir hier, glaube ich, mal das Ding hochfahren lassen, weil sonst wird das... Ach, da warte mal. Nee, doch. Ich weiß nicht, was du da laberst. Klingt für mich sehr zweideutig. So, ich habe nochmal Energy gemacht. Ja, Energy nutzt hier an dieser Stelle gerade nichts. Nee, hier blinkt ein roter Punkt. Du musst ja, aber ich kann hier noch nicht weiter. Du musst erst noch mit mir hier irgendwie das Ding... Aber wohl, es ist keine blaue... Das ist auch merkwürdig. Ja, ich sehe hier einen roten Punkt. Ja? Ja, dann, aber wo denn? Aber hier ist nichts zum Auslösen. Ah, warte, doch, da ist... Ah, doch, ich glaube, ich habe es gesehen. Ja, ich sag doch die ganze hier. Zeit. Ja. Ja, genau das will ich doch haben. Exactly. Puh, das wäre ich beinahe runter. Kannst du schon ausmachen? Kannst du ausmachen? Nee, jetzt... Ah, wir haben erst eine Karte. Ah. Du musst erst noch eine zweite Karte finden. Nee, ich kann gerade nicht weitermachen. Ich habe gerade alle meine Register gezogen. Oh, krass. Ich musste zurück. Und jetzt kann ich nach oben und dir das Ding aufmachen. Awesome. Zack. Achso, warte. Brauche ich siehst gar du? Nicht mehr aufmachen. Ja. Sehr gut. Nice. Manchmal ist es halt doch anders, als man denkt. Ja, ja. So, jetzt haben wir zwei Karten. Ich kann weiter. Das ist super. Hier ist ein Orb. Nein. Oh, du hast den Orb aufgesammelt, oder? Oh, was? Was zur Hölle? Das ist wieder angegangen, dammit. Scheiße, ich häng fest. Guck mal bei mir gerade rein. Ja, ich komm da nicht raus. Ich seh's. Kannst du auch nicht mehr springen, oder was? Nee. Nice. Oh, ah, shit. Oh, dammit, ey. Da ist eine Kamera direkt bei mir. Okay. Jetzt würdest du wieder resettet. Ich weiß auch nicht, was ist denn... Oh, ich glaube, du wirst schon wieder resettet. Nein. Doch, weil ich gerade gefunden Warum? Wurde. Warum? Weil ich gerade gesehen wurde von der Kamera. Jetzt wurde ich gerade gesehen von der Kamera. weil ich da gespawnt wurde. Nice. So, ich aber auch das, cute. Das cute. Hier macht irgendwas, aber ich weiß nicht was. Warte mal. Was kann ich das hin? Ah, okay. Verstehe ich jetzt aber nicht. Ich habe das doch mal gedrückt. Ah, das wird immer so getimed, dass entweder eins von den beiden läuft. Entweder das oben oder das unten. What? So, jetzt bin ich aber nicht mehr in der Kamera drin und jetzt müsste es eigentlich zurückgehen. Rein theoretisch. Komm schon! Ah, dammit, ich glaube, ich muss das doch nochmal anklicken. Zeig nochmal, was der Oswald gerade macht.
ich muss nochmal die Chose hier neu angehen. Ja, wie soll ich denn das machen? Ich könnte das vielleicht hier so. Ah, okay, ich hab's geschafft. Nice! Warum explodiert Ossel immer? Ah. Das fragst du noch? Gespräche im Chat. Gespräche im Chat. Unverschämtes Pack. Aber ehrlich gesagt, ich frag's mich auch. Oh, Alter. Ich habe eine Karte. Ist eigentlich witzig, weil man spielt so teilweise alleine, aber dann teilweise dann doch auch immer mit dem anderen zusammen. Boah, haarscharf habe ich es geschafft. So, muss ich hier noch irgendwas machen oder bist du jetzt safe eigentlich? Nee, hier unten war nichts mehr. Okay. Dann ist ja gut. Bist du schon durch wieder, oder was? Ja, ich gehe jetzt mal in die nächste, in den nächsten Raum rein. Wie kommen wir denn da jetzt so? Ach, komm schon, Leute. Ja, da musst du drauf und dann rüber, ne? Ach, ist nicht dein Ernst? Ja. So, jetzt kann ich hier eine Kiste nehmen. Weiß Gott warum. Ich weiß es nicht. Ah, um hier wieder hochzukommen wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Ist mir fast ein bisschen zu wenig. Rätsel? Gemeinsame Aktivität. Ja, es könnte sein. Also, man weiß vor allem nicht immer. Also, jetzt momentan wird es auch nicht mehr so angezeigt, wer was macht gerade, ne? Ja. Also. Ah, jetzt doch, warte mal. Hier brauche ich dich jetzt offenbar wieder. Ich brauche die Kiste hierfür. Okay. Okay. Ich finde das Feature explodieren irgendwie cooler als aufsammeln. Ich weiß aber nicht, ob das später nicht noch irgendwie noch eine andere Relevanz bekommt, ehrlich gesagt. Kann ich mir vorstellen, jedenfalls. Weil Energie aufsaugen könnte auch bedeuten, dass man irgendwie einen Wachleuten oder so Energie aufsaugt. So, jetzt brauche ich von dir irgendwie Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. So, und? Bitte, ja. Da ist die Hilfe. Ja, das sieht gut aus. Jetzt komme ich hier nicht auf die andere Seite. Oh Scheiße, auf der anderen Seite ist auch noch so ein Ding. Ja, hier ich brauche schon wieder Hilfe von dir. Ja, ich weiß. Aber da kommst du rüber übergesprungen, oder nicht? Meinst du? Ja, mach mal. Easy. Boah, yes. Jetzt kann ich von dir. Zack. Jetzt brauche ich wieder von dir. Ja, ja, jetzt sagst du gerade, ne, dass es nicht genug gemeinsame Aktionen gibt. Das kannst du explodieren lassen, glaube ich, hier jetzt. Ah ja. Oh, da muss ich, glaube ich, mehr investieren. Nee, da jetzt ich hab's doch runtergefahren. Scheiße, ja, aber dann habe ich jetzt. Macht nichts, ich. Ja, das hier kann ich. Ey, was ist das denn? Huch. Ah, jetzt wird man verfolgt von den verdammten Dingern. Was passiert? Och, guck mal an, wir sind jetzt beide da. Weak Wall, mach das Ding weg. Bam. Okay. Reach Chapter 2. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber anscheinend sind die Dinger hinter uns her jetzt oder so. Ey, sieht verdammt danach aus, Mann. Use the Swapper. Jetzt bin ich aber gespannt hier. Was ist mit dem Swapper? Ist, Mach mal, geh mal da drauf. Wie benutzt man den jetzt? Power. Warte, Achtung. Ja, warte. Achso. Hier stand doch irgendwas von Swap ist 1. Ja, aber wenn ich 1 drücke, dann mache ich dein Bild an und aus. Was hast du jetzt? Ich habe lange, sehr lange gedrückt. Was denn? Huch! Jetzt warte mal. Ah, ich bin jetzt der Rote. Nee, bin ich nicht. Aber bei mir ist jetzt alles rot. Warte mal. Also ich kann nicht. Ich muss vielleicht auch swappen. Ja, das kann sein. Hä? Du bist der Swapper. Ich hab jetzt gedrückt gehalten und jetzt bin ich. Jetzt sehe ich dich plötzlich komplett. Ja, ich auch, aber sobald ich loslasse, bin ich wieder der Alte. Ja, ich auch. Total strange. Vielleicht müssen wir es gleichzeitig drücken. Ja, aber das tun wir ja doch. Ich sehe auch immer wieder so ein Kreis voll läuft irgendwie. Aber welche Taste drückst du denn? 1 oder was? Ich
drück die 1. Ich versuche mal irgendwas anderes zu drücken, warte mal. Ach so. Ah! Ups. Müssen wir vielleicht gleichzeitig tatsächlich machen, oder was? Hey, ich schaff's nicht. Gerade eben war doch da irgendwas. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Focus, use, use. Ja, use. Use the swapper. Mann, R ist use bei mir, ne? Use? Use? Ey. Achso. Ja. Jetzt. Das war ja schwer. Ah, jetzt, aber jetzt, wir sind immer noch der Rote und der Blaue. Wir sind bloß in dem Level von dem anderen. Deshalb haben wir das nicht gerafft. Und deshalb haben wir unterschiedliche Fähigkeiten. In dem jeweiligen Level. Ja, jetzt kannst du mit deiner Explosion was versuchen und ich kann hier irgendwas anderes versuchen. Aber ich weiß nicht, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich auch nicht. Na toll, dann lass uns nochmal usen. So, ich komme nämlich hier durchaus durch, aber du nicht. Ich komme hier auch durch. Oh. Jetzt haben wir hier aber wieder einen Swapper. Ja, jetzt habe ich hier eine Weak Wall. Ich habe eine Weak Wall und jetzt musst du sozusagen einmal hierher, um das Ding... Oh, warte mal. Aber es muss auch offen bleiben. Also muss mach das nochmal. Ich komme da nicht durch mehr. Ich komme nicht zurück zum Swapper. Nee, da muss auch ein Swapper bei dir auch im Level sein. Nee, ja. Ach so, ja. Dann war das vielleicht lad mal zum Testen. Ja, in dem Level, ist auch noch ein Swapper. So, jetzt müssen wir mal swappen. Einfach nur E drücken. So, jetzt mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Warte, jetzt muss ich mal dein Bild reinholen, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich Sachen... Also hier komme ich nicht durch. Das Interesting. Swapper. Kann ich denn das jetzt hier auch bedienen? Hier ist die Wall. Boah. Ja, warte mal. Ich kann hier sogar noch... Soll ich noch hier was holen? Ach, da oben. Ach. Hier ist dein Spawnpunkt. Alter, die sieht mich ja immer. Du kannst da durchflitzen. Krass. Nee, das war jetzt zu... Aber ich habe den Orb collected, also... Egal. Sollen wir jetzt wieder swappen oder was? Weiß nicht. Nee, da muss ich bestimmt lang weiter. Dann müssen wir ja swappen. Also würde ich jetzt mal denken. Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Du hast recht. Ich muss hier bleiben. Überhaupt? Ich hab aber nicht nachgedacht. So, ich muss hier bleiben. Ich könnte auch jetzt hier nochmal was betätigen, aber ich glaube. Ja, mach das mal, weil hier ist. Achso, nee, das kann ich nicht betätigen. Aber warte mal. Also es wird interessant, weil es ist dann noch ein paar neue Features auch ist. Gibt. So, jetzt komme ich nämlich weiter. So, jetzt kann ich hier nämlich durch. Jetzt kann ich hier wieder aufladen. Und jetzt kann ich, weiß nicht, ob ich das hier jetzt betätigen kann. Perfekt. Es geht. So, jetzt musst du irgendwas betätigen. Oh. Ja, ich muss erstmal rüber, glaube ich. LOL! Naja, das verdammte Ding ist eingeklappt. Ich musste mich offenbar schnell beeilen. Ey, was ist das? Der klappt, also sobald ich da drauf gehe, klappt der ein. Das ist total gemein. Musst du springen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. So. Ach du, oh, du warst jetzt zu früh. Es war zu früh. Warte noch, nicht durch die. So. Jetzt. Jetzt durchgehen. Thank you. Du hängst mal voll im Gitter drin. So, jetzt können wir wieder swappen. Sollen wir swappen? Ja, müssen swappen. Hier komme ich nicht weiter. LOL, du bist ja schon wieder gestorben. Ich bin nicht gestorben. Doch, bei mir bist du gestorben. Echt? Nichts mitgekriegt von. So, du musst weiter nach vorne und dann mir hier was ausmachen anscheinend. Ne, ich muss hier erstmal eine Wand weg. Ja, mach die Wand weg. Rums. Das finde ich super, das macht Spaß. Ja. Bin total froh, dass ich der mit dem Explodieren geworden bin. So, ich brauche eine Kiste, warte. So. Ja. Oh. Ich bin der, der die Rätsel versteht. Ist auch okay. Ja. So. Oh, ich muss hier sind meine Jump-and-Run-Skills gefragt.
So, was haben wir hier? Achso, ja, das ist auch so ein Rätsel. Guck mal bei mir. Ja. Ich habe eine Kiste, die kriege ich hier nicht durch. Ja? Ja. Was ich jetzt machen kann, ist... Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Easy. Okay. Nur, das, falls gut, du mal das Rätsel auch hast. Ja, falls du das ja. Hier, ich habe dir irgendwas aktiviert. Nice. Ich glaube aber zu nice. Früh, weil da war ich noch nicht drauf. Jetzt musst du nämlich bei mir den Strom abschalten. Ja, jetzt muss ich erstmal hier, genau, zack. Ich find's eigentlich ganz lustig. Also ich glaube, man muss dem Spiel noch so ein bisschen Zeit geben auch. So, jetzt habe ich dir irgendwas aufgemacht, aufgemacht und jetzt brauche ich wieder von dir Hilfe. Ja, bitte sehr. Ja, danke sehr. Und bitte sehr. Ich finde es tatsächlich sehr cool. Macht voll Spaß. Weak Wall. Ah, du fällst wieder nach unten. Okay. Kann ich hier nochmal sehr cool. Nein. Shit. So, hier kann man wieder swappen. Kann oder muss. Ah, hier komme ich gar nicht durch. Hier brauche ich eine Kiste. Ja, die Kiste kannst du... Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen kann. Das muss ich mal versuchen. Nee, kann ich nicht. Ich kann die aber jetzt nehmen. Ja, ja, schon. Aber hier hast du ja auch Kisten. Nee, ich kann die nicht nehmen. Ich kann die tatsächlich gar nicht nehmen, die Doch, Kiste. Die kannst du nehmen. Die musst du nehmen. Nein, du musst in die Richtung gucken. Alter, ich schwöre, ich kann die nicht nehmen. Oder kann das sein, dass ich der Kistenmensch bin? Du bist der Kistenmensch. Ich glaube, das ist der Witz an der Sache. Meinst du? Dann komm doch nochmal, dann lass doch mal swappen, dann kannst du die Kiste da hinstellen. Nö, ich hab die ja schon längst hingestellt, bin schon weiter. Tschüss. Nee, ist alles gut. Ich muss nach oben und hier mit dir swappen. Also ich muss sozusagen weiter, weil du nicht weiter kannst. Ja, hier hängt eine Kiste. So, und jetzt swappen. Lass uns swappen. Ja. Swap. Jetzt sind wir beide hier. LOL! Fehler in der Matrix! Ja, schade, wenn es nicht so bug-ridden wäre, dann wäre dieses Spiel echt ganz cool. Aber ich komme auch eh nicht da hoch. Echt nicht? Deshalb. Achso, du siehst die Kiste wieder nicht, ne? Doch, ich sehe. Diesmal sehe ich die Kiste, aber hol mal die zweite. Wenn ich mit Lachen. Jetzt sind wir in einem Level, das ist sowieso falsch. Du musst eigentlich im anderen Level sein. Ja, warte, ich lass mich mal kaputt gehen vielleicht. Ja, mach mal. Jetzt bin ich gespannt, ob du wieder hier rauskommst oder im anderen Level. LOL! Komm, stell dich mal drauf. Wir swappen mal einfach jetzt mal gemeinsam mit den anderen. Ja, ich versuch's, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Doch, warte. Nee, es passiert nichts. Lustig. Wir könnten hier swappen. Ah, das können wir machen. Ich gehe nicht um unten hin. Moment. Mir ist nichts passiert. Es passiert einfach nichts mehr. Ah, doch, guck mal, links sind die der rote und der blaue Knopf. Vielleicht müssen die beide leuchten und dann kann man swappen. Ja, ich bei mir leuchten beide. Bei mir auch, aber ich. Ja, wir sind jetzt aber nicht mehr. Wir sind in dem gleichen Level. Das macht keinen Sinn hier. Warte mal, vielleicht doch, das macht vielleicht doch. Vielleicht macht es doch Sinn. Nee, ich befürchte nicht. Doch, bestimmt. Ich müsste jetzt. Warum sollten wir nicht mal in einem gleichen Level sein? Ja, weil das keinen Sinn macht, weil wir ja nie wieder zurückkommen. Wie sollten wir. Ja, wir sind ja auch zusammen hier hingekommen. Ja, ja, weil es ein Bug war! Eigentlich war es kein Bug. Stell du dich mal unten auf das Ding drauf. Das haben wir schon versucht. Das haben wir schon versucht. Achso, ich unten. Ja, ja, genau. Andersrum. Das Problem ist auch, also ich könnte jetzt dir hier zwar eine Kiste hinstellen, so, guck mal, jetzt hast du zwei Kisten, ja. Aber die kannst du nicht aufnehmen, ne? Ich kann die nicht aufnehmen, nein. Mit X nehme ich die auf. Ja, ich mit R ja eigentlich. Warte, Achtung. Ich nehme, ey, warte mal. Pickup. Crates, ja, dann kannst du auch Crates, Kisten genau, aufnehmen. R. Nee, das ist ja nur die Belegung. Ich kann keine Kisten aufnehmen. Ja. Ist hier irgendwas. Ich könnte auch nochmal kaputt gehen, vielleicht komme ich in das andere Level. Nee. Komm, wir gehen mal beide gleichzeitig kaputt. Okay, 3, 2, 1 und. Oh. Scheiße. Geil, dass du immer gleich zweimal explodierst. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende angelangt, weil wir könnten nur noch Resume, beziehungsweise Restart sagen.
Und bei Restart wäre es dann, wären wir dann wieder hier. Das könnte man auch machen, aber ich bin mir sicher, dass das falsch war, was wir gehabt haben. Aber ich befürchte es ja auch bald. Ja. Sollen wir das andere Spiel spielen? Das war ja auch eigentlich ganz cool. Und dann haben wir noch, haben wir noch genug Zeit dafür auch. Wir wollten das ja auch eigentlich mal zeigen. Vielleicht spielen wir es auch nochmal weiter. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Vielleicht hauen die Entwickler nochmal ein paar Updates raus und dann würde das Ganze noch ein bisschen smoother laufen, sage ich jetzt mal. Jetzt hatten wir doch ein paar Bugs hier. Das muss ja nicht, ne? I just wanna say. Schade, schade. So. Thanks. Hier haben wir nochmal. Achso, ja, den Thanks wollte ich erst später zeigen, aber egal. wir sind wieder zurück hier in der Moderation. Da ist doch noch eine dritte Box. Ja, aber die Box kann man nicht aufnehmen. Es gehen nur die Boxen, die. Da war auch so eine kleine Zahl dabei. Ja, die konnte man aufsammeln oder eben nicht. So. Wir haben noch ein schönes anderes Spiel. Ein wirklich schönes anderes Spiel. mein Musikrechner ist schon wieder abgestürzt. Gut. Hab ich gerafft. Ja, der Osler hat wieder eine neue Gitarre. Hör mal. Richtig. Ja. Ja. Horror. Horror, lieber John the Drummer, kommt am Samstag oder Sonntag, wenn ich endlich Layers of Fear weiterspiele, weil das ist nämlich vor kurzem rausgekommen. Komplett war das Spiel gerade etwa nicht schön. Ja, ich fand dadurch, dass die so bug-ridden ist, leider nicht so schön. Ich hätte es ohne Bugs besser gefunden. I'm a Scatman, Skibab, Bob, Badop, Bob, sagte Nightbot. Was für eine Gitarre, Ossel, fragt Mr. Freak Rose. Das weiß ich nicht. Muss ich mal, warte, ich leuchte mal mit meinem Telefon da rein. Habe ich die Geschichte nicht letztes Mal erzählt? Ach so, ja, nee. Ja, nee, nur Frames Classic. Habe ich die Story? Habe ich die Story erzählt. Ja. Die zusammengeklebte vom Nachbarn. Ja doch, hast du doch erzählt. Dann hier im Stream. Also, also war von einem Nachbar, der ausgezogen ist, der hat seinen Krempel auf die Straße gestellt, da war die dabei. Und die klingt eigentlich ganz gut dafür, muss ich sagen. Vielleicht ja, ist es auch, wie du sie spielst, lieber. Es ist, wie ich sie spiele. Wie ich die Frauen anfasse. Ja. Ich hab nichts mehr zu trinken. Es ist ein durstiger Tag heute, nicht wahr? Das ist schade. Ich müsste jetzt in die Küche laufen, da habe ich aber keinen Bock zu. Na gut. Dann spielen wir FNAF. FNAF? Ist das nicht ein Kartenspiel oder so? Das haben wir aber gar nicht gesagt. Nee, FNAF werden wir auch nicht spielen. Wir spielen was anderes. Liebe Leute, ein Virtuose an der Gitarre, sagt Rosalie Janice. Definitiv. Ossel ist auf jeden Fall der bessere Gitarrist von uns beiden. Du hast dich einfach nur irgendwann aufgehört anzustrengen. Ja, so wie du bei Co-op Decrypted, würde ich sagen. Ja, ich bin beim Tutorial schon ausgestiegen, so sieht's aus. Ja, siehst du mal. Putzt hier nur, fragt, ob ich mal seine Freundin Lena grüßen soll. Ey, Lena, du heißt ich grüße dich. Ja, ich hoffe, das hat Putzt hier nur gefallen. Und jetzt kommt kein anderer mehr auf die Idee, seine Freundin zu grüßen. So. Ein Virtuosel. Ja. Layers of Fear kommt, wie gesagt, am Wochenende. Das würde ich ja dann machen, wenn ich alleine unterwegs bin, weil Ossel, das geht ja nicht im Multiplayer. Und jetzt ist Ossel da und wir wollen Multiplayer spielen. Ach, Five Nights at Freddy. Ah, ich finde das Spiel nicht so geil. Ich weiß gar nicht, warum da so viele drauf abgehen, ehrlich gesagt. Ich finde es gar nicht so geil. Spiel mal für Elise von Beethoven. Das ist ein Klavierstück, nicht ein Gitarrenstück tatsächlich. Ich kann den Anfang spielen. Ja, den kann jeder. Oh Gott. So. So, ich will auch mal gegrüßt werden. Ach so, will ich auch mal gegrüßt werden. Quadcore. Du Vierkern, du. Grüße mich doch mal bitte, sagt Krea. Jetzt sind sie alle plötzlich drauf und dran, sagen, dass ich sie grüße.
Kannst du mich vielleicht mal grüßen? Ey, Oslo, heiße Schatulle. Hast du dir mal White Nights angeschaut, Blutkatze? Ach, die Frau Blutkatze ist wieder beim Stream dabei, ja? Wieder zurück von Dingens spielen oder was? Mich auf klein machen und währenddessen, was hat sie noch gespielt? Irgendein ganz cooles Spiel eigentlich. Ich habe das auch und ich habe das auch schon mal angespielt. Irgendwas mit W. Damn it. Ich bin immer so schlecht mit Namen hin und wieder. Mhm. Ich bin auch ganz schlecht mit Namen. Mit Dingens. Ja. Ich bin auch ganz schlecht mit den Overlord. Das hat sie gespielt. Overlord. Bist du also wieder zurück von Overlord oder was? Jetzt plötzlich Fragen stellen wollen. Schatulle ist auch ein schönes Anmachwort. Ja, Schatulle ist eine Verballhornung von Schnalle und Stulle. Eigentlich müsste es Schnatulle sein. Ach so. Eine Schnatulle. Ah. Ja. Schnatulle. Alter, du spielst vielleicht gut Gitarre. Es klingt total geil. Das Spiel total authentisch. Ja. Yeah, Equilibrium. Definitiv. Hier, voilà. So, also, wir spielen jetzt ein episches Spiel. Lehnt euch zurück, liebe Leute, und guckt euch dieses Spiel an. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Und es hat ja, auch ein bisschen Story. Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Ja. Also, wieso, warum ich eigentlich das Spiel gut finde, oder was? Nee, warum die Einschränkung eigentlich? Vielleicht ist es einfach nur cool. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur cool, das stimmt. Wir würden tatsächlich dieses Spiel von vorne durchspielen. Also durchspielen. Wir würden es jetzt von vorne anfangen. Und wenn euch und uns das Spiel gefällt, dann würden wir das öfter mal spielen. So ein bisschen sequenziell, ja. Wenn es denn Spaß macht. Das Ganze heißt Viktor Vran und ist eigentlich so ein Fantasy-Action-Top-Down-Third-Person-Hack-and-Slay. Was eigentlich schon mal ganz cool ist. Und wir schauen uns das einfach mal an. Es hat auch eine schöne Story. Insofern würde ich mal sagen, ich mache die Musik schon wieder aus. Denn wir haben jetzt Musik von Viktor Vran. Und ich gehe in die Szene direkt schön mal rein. Und darf hier nochmal das Ding umstellen. So, Viktor Vran, eigentlich auch ein leichter Indie-Titel, glaube ich. Also so zwischen Indie und, sag ich mal, A-Studio. Jetzt kein Triple oder Second A oder Double A. So, lehnt sich Triple A, sagt man, ne? Triple A oder Double A, dachte ich jetzt. Ich bin online. Kannst du schon reinkommen bei mir? Double A, ist das nicht B dann schon? Double A ist nicht B. Wie ging mir das nochmal? Freunde einladen, die klicke ich mal an Sergeant Rumpel. Da kann ich zum Spiel einladen. Sonst kann ich dich auch Freund einladen. Entfernen. Nee, ich habe dich eingeladen. Flüstern. Darf ich das ausprobieren? Nee, ich habe dich gerade eingeladen. Ich habe dich gerade eingeladen, Alter. Wo denn? Ja. Das müsstest du jetzt wissen, ne? Okay. Ja, hast du gefunden? Flüstern. Nee, weil ich das machst du wie gerade eben. Flüstere irgendwas. Das Ganze, du flüsterst jetzt gerade was, es stimmt auch, steht auch hier, aber du müsstest mal reinkommen in meinen Raum. Wie ging das mal? Das ist ja witzig, das ging eben besser. Freunde, geh mal bei Freunde drauf. Ich bin ja schon bei Freunde. Zum Spiel einladen kann ich nur. Nee, du musst mal. Du hast es doch letztes gut geschafft. Spieleinladung, da ist doch eine. Jawoll, Alter. So, sehr gut. Friends only, das ist auch richtig. Und ihr müsst sagen, wenn es ein bisschen zu laut ist. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Anfang an von dem Spiel.
Das heißt, ich gehe. Du musst dann auch mit irgendwie selbst mit draufklicken, ne? Damit du den Anfang auch mitbekommst. Übrigens ein sehr geiler Sprecher, der jetzt gleich zu hören ist. Ich weiß nicht, woher ich den kenne, aber wenn ihr es wisst, woher man den kennt, dann sagt mal Bescheid. Schreibt es in den Chat. Wir sehen uns gleich wieder. Ich drücke jetzt drauf. Was? Worauf drückst du denn? Auf Spielen. Und dann musst du sagen, hinterher joinen oder irgend sowas, damit das Ding losgeht. Ich kann nämlich jetzt noch momentan noch gar nichts. Wann schließen oder neu laden? Ja, nee, dann jetzt. Ja? Nee, Spiel einladen, neu laden, schließen. Ja, ich bin jetzt im Spiel drin und das läuft bei mir jetzt der Vorspann. Ja, dann musst du gucken, wie du reinkommst. Na witzig. Hemimond Games presents. Zagornia, die gefallene Stadt. Das Land ohne Wiederkehr. Wo die Dunkelheit gesiegt und wir Dämonenjäger verloren haben. Vor einem Jahr führte eine Bitte um Hilfe die Jäger nach Zagoravia. Viele andere jedoch kamen hierher, aber keiner kehrte zurück. Ich dachte, Adrian wäre tot, bis ein Rabe diese Nachricht überbrachte. Er ruft mich nach Zagoravia. Er hat entdeckt, wonach ich suche. Adrian ist ein Freund. Ich habe wenige Freunde, was sie umso wertvoller macht. Und er ist der einzige Mann, der um meine Vergangenheit weiß. Um den Pakt, den ich abgeschlossen habe. Und die Dämonenkräfte, die ich nutze. Was auch immer diese verfluchte Stadt heimsucht, ich werde mich ihm stellen, um meinen Freund zu finden. Ja, die Leute haben es gerade eben schon gesagt, ganz richtig, Nicolas Cage war das natürlich. Bruce Willis ist übrigens falsch, das ist nicht Bruce Willis. Nicolas Cage ist richtig und eventuell Triple X, aber ich weiß nicht, ob Vin Diesel auch dieselbe Stimme hat wie Nicolas Cage. Das könnte sein, weil die sind manchmal schon sehr anpassungsfähig, die Sprecher, aber das war auf jeden Fall Nicolas Cage, daher kenne ich den auch. Bist du inzwischen im Spiel? Ja, ne? Ich bin noch im Vorspann. Ah ja, okay. Hast du nicht zu viel versprechen, sieht cool aus, sagt die Hexe. Synchronsprecher ist Martin Kessler. Da siehst du mal. Hat auch bei Legacy of Kain gesprochen. So, wir sind unterwegs in unserer finsteren Ecke hier und zu zweit. Wir sehen jetzt momentan noch relativ identisch aus, aber das wird sich noch ändern. Ihr seht, wir haben Q und E, aber das wird uns jetzt hier auch gleich alles erklärt. Das heißt, das muss ich jetzt gleich groß erklären. Die Stadt ist bedrückend still. Keine menschliche Seele in Sicht. Drücke oder halte gedrückt, um... Ach, guck mal, kann man auch... Ah, ich halte gedrückt und dann mache ich irgendwie mehr Schaden. Oh, Spinnen sieht man dann. Ja, die Spinnen habe ich gerade weggemacht. Hier, ist noch welche? Da, zack. Die Monster haben diese Straßen für sich gewonnen. Schwaches Licht scheint durch staubige Fenster. Ich frage mich, welche Schrecken sich dahinter verbergen. Ja! Spider! Die Nachbarin. Die Nachbarin hinter staubigen Fenstern. Es gab doch mal diese Werbung mit diesen, mit dieser Nachbarin, die immer so falsche oder schlechte Gläser hatte oder nicht. Weißt du doch, welche ich meine? Ja. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja, genau, dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Das war das Klerasil. Nee, nicht Klerasil, das war irgendwas mit Pickeln. Nee, es war tatsächlich Geschirrspülmittel. Genau, Geschirrspülmittel, aber ich weiß nicht mehr welches. Siehst du mal, dazu voll gut funktioniert die Werbung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Nee, wir müssen erstmal alles kaputt machen, würde ich sagen. Ah ja. Hier, guck mal, hier sind noch Kürbisse. Und hier ist noch ein Wagen. Oh, guck mal, ich habe tatsächlich was gefunden hier. Leertaste, um zu springen. Nice. Mit rechter Maustaste übrigens, du meintest ja in der Probe, man kann gar nichts machen mit der rechten Maustaste, kannst du deine Ansicht drehen. Hab ich längst geblickt, Alter. Alter, du bist halt so ein Killer heute. Ich kann etwas Verborgenes spüren. Heute bin ich schon deutlich sehr, sehr gut. Etwas Vages. Ey, bis auf die wie Sache, wie man hier tief rüberkommt. In meinem Verstand. Jawoll, er hat die Springtaste gefunden. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht, du bist on fire heute. On fire. On fire. Jetzt bin ich gespannt, wie du gleich hier rüber kommst, weil das erfordert nämlich noch mehr als nur springen. Spielst du mit dem
Nee, ich spiele mit der Tastatur tatsächlich. Ach geil, man kommt hier auch. Finde ich ja fast. Ja, da warst du jetzt erstaunt, wie ich das gemacht habe, ne? Nee, ich, war ich überhaupt nicht. Bei mir klappt das auch, nur noch nicht so. Noch nicht ganz. Was ist hier die Kohle? Ich habe Kohle eingesammelt. Nice. So. Drücke leert hast du und springe zur Straße herunter. Hallo? Wer ist da? Hallo? Mhm. Kannst du mich hören? Man kann aber nur drehen. In meinem Kopf. Was auch sonst. Wenn du mich hören kannst, dann spring jetzt. Wahrscheinlich sind wir schon längst gesprungen, jetzt oder? Spiel tot. Hey, ich zieh dich nur auf. Oh, hier sind Eier. Ich muss dir mal zuhören, der ist wichtig. Jawoll. Schau nur, Jäger. Ich weiß wie, ich weiß eine wie. Schatztruhe. Da oben auf dem Balkon. Hab's erst komm schon, F hol sie dir. F jeder Gang macht schlank. Achso, haben wir die. Achso, wir haben sogar zwei Kisten. Also jeder hat eine eigene Kiste. Ich liebe diese Truhe. Ah, jetzt habe ich einen Hammer bekommen, anscheinend. So aufregend. Wäre für mich die Frage, wie wechsle ich den? Mit I kannst du ins Menü und dort hier Sächerchen so. Rausholen. Und jetzt sehe ich schon ganz anders aus, ey, als es hat. Das ist aber interessant hier. Guck dir das mal an. Geh mal hier, geh mal da, wo ich bin und dreh mal die Kamera so, dass das Gebäude hier verschwindet. Welches? Vor dem ich stehe jetzt gerade. Dann siehst du nämlich, dass die einen Innenraum auch haben. Das finde ich geil. Das gibt's normalerweise nicht. Witzig. Das ist cool. Gibt's das bei allen Häusern oder nur bei dem jetzt zufällig? Ah ne, hier zum Beispiel hast du keinen. Dadurch weiß man, was da drin ist. Noch nicht fertig, aber da liegt Kohle. Wo liegt Kohle? 5 Gold. Achso. Habe ich eingesackt schon. Ja, Kohle und die anderen Sachen, auf, also Loot-Zeug, das ist alles lokal. Das heißt also, wir beide haben jeweils irgendwie Loot. So, wir können hier weiter. Auch. Oh ne, warte mal. Hier, guck mal. Ein Spinnchen. Wir müssen sowieso hier nochmal nach hinten gucken. Was ist denn hier los? Ach so, hier ist eine. Hier ist noch eine Kiste, Alter. Ey, die Spinne hatte gerade Angst vor mir. Du weißt sicher, dass hier noch mehr dieser hübschen Truhen rumstehen. Kannst du sie finden? Noch mehr? Boah, hier regnet es Gold. Ich frage mich, man kann nur zweimal springen, an den Wänden hochspringen. Nun gut. Ob man hier auch runterspringen kann? Schade, er hat es nicht versucht. Tja, also es ist eine Unverschämtheit. So, so weiter. Was ist das hier? Eine Leiche. Das ist ein Fall für mich. Ja, ich helfe dir auch. Ja, ich habe einen dicken Hammer. Ja, achso, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe schon eine Schrotflinte, aber jetzt haben wir es 1834. Oh, 1834 ist viel besser. 2445. Ach so, guckst du gerade dein Inventory? Ja, ich schau gerade, was für Art von Schwertern ich habe. Ich mache jetzt mehr Schaden mit meinem Schwert. Drücke Umschalttaste in der Bewegung oder drücke zweimal eine Richtungstaste. Ah ja, dann kann man hier so eine Rolle machen. So ein Röllchen. Ich finde aber so vom Ambiente und so ist das doch echt ganz, ganz amtlich, oder? Ja, ist amtlich. Ach guck mal, hier kann man auch schon wieder drüber gucken. Das finde ich auch nett. Da ist die Kiste. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Kommen wir hier rein? No. Aber ich vielleicht mit meinem Hammer. Nee, glaube ich nicht. Ey, ich will auch so einen Hammer. Ja, ich habe den in der Kiste oben gefunden. Ja, bei mir war da nicht ein Hammer drin. Ach so, du bist schon links. Ey, Overkill und sowas steht da gerade. Gefallene Festung. Ja, dann sollen wir da reingehen? Nee, auf keinen Fall. Oh, ist ja lustig. Da überhaupt rein? So, das Spiel hat was, sagt Aura Nightshade. Oh. Ich find's eigentlich auch ganz witzig. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ich kenne diesen Ort. Du kommst näher. Komm schon, öffne die Tür. Oh, pass auf, Jäger. Diese Übungspuppen sehen gefährlich aus. Sie sind in der Überzahl. Du solltest über Flucht nachdenken. Der Sprecher hier oder diese Stimme in unserem Kopf, die ist ganz schön schelmisch, muss ich sagen. Allerdings. So, haben wir hier alles kaputt gemacht, was wir kaputt machen? Ach guck mal, hier gibt es noch mit Tränke und sowas. Und langen Nasen an. Ach, kabum. Sie lachen über deine schwächlichen Angriffe.
Finde ich eigentlich ganz cool, wenn man sowas reinbringt. Oh, geil, ich habe auch nochmal. Hast du Tränke auch aufgesammelt? Ich glaube, ich habe 18 Heiltränke. Kämpfst du immer noch gegen die Puppen? Wie geht's mir überhaupt? Komm schon, streng dich ein bisschen an. Schlag härter zu. Ey, mein Hammer. Ich habe jetzt auch einen Hammer. Einen geilen Hammer sogar. Einen geilen Hammer. Also einen zweiten geilen Hammer. Weißt du, den ersten? Halt schon längst gerafft. Ja, schon längst gerafft. Ich meine Zeit an dich verschwenden, Jäger, und mich stattdessen mit den Puppen. Oh, ich kann aufladen. Ja, wir müssen, du musst mal eins drücken, damit du die... Nice! Ja. Wie hast du das gemacht? Länger gehalten, oder was? Ja, ja, ja. Aber es lädt das macht dann hier nur so einen mehreren Angriff. Wie hast du das Aufladen gemacht? Einfach lange drauf gedrückt. Also, hast du gelbe Balken neben deiner Lebenskraft, wird Overdrive genannt. Okay. Dann machen wir den Ball. Den gelben Balken musst du komplett... So, drücke 3, um eine Dämonenkraft zu aktivieren. Oh, eine Dämonenkraft. Nice. Wo hast du das denn gelernt? Genug Overdrive. Wie dem auch sei. Komm. Ach so, das ist ja... Triff mich im nächsten Raum. Ja, tatsächlich. Oh, krass. So. Ja, gut. Ich bin in dieser Kiste gefangen. Komm schon, zerschlag sie. Hallo? Warte, das bin ich gar nicht. Tja, wie bist du da durchgekommen durch das Tor? Ja, du musst immer die Texte lesen, die auf dem Screen stehen. Der das Tutorial nicht gelesen hat. Genau. So, ich habe die ganzen Skelette hier weggemacht. Ach, jetzt muss ich erst die... Nice. So, was haben wir hier noch? Eine Schrotflinte. So, bist du mal jetzt hier am Start oder wie sieht das aus? Rums. Ah, das sieht nice aus. Ey, die Übungspuppen, die haben halt mega viel Leben halt, ne? Ja. Oh Mann, Mann. So, bist du da oder was? Ja, was habe ich denn noch? Ich habe nur eine Schrotflinte bekommen. Ja, die müssen wir jetzt auch ausrüsten. Schon geschehen. Warte mal, ich habe hier mehrere Schrotflinten. Die sind... Ah, die ist besser hier. Verwundbar und kritisch. Nice. Ja, ist doch schön. Achso, teste deine neuen und ihre Sonderattacken. Rums. Bam. Nice. So, aber ich will das eigentlich noch nicht lang. Kann man da nicht lang? Da ist Fleisch drin. Lecker Fleisch. Frischfleisch. Wo ist denn eigentlich dieser verdammte Hof, den wir vorhin gesehen haben? Habe ich eigentlich unendlich Ammo? Ja, ich glaube schon. Der Standardangriff ist unendlich. Oh, Gold. Alter, wir haben schon so viel Gold. Wir könnten uns schon alles Mögliche kaufen. Ich würde... Betreten. Lalalala. Nabend, du Wesen, welches längst zu Staub zerfallen sein sollte. Bitte was? Spricht er von mir? Ich spüre etwas. Fresst meine Schrotflinte, ihr verdammten... Lass mich dir einen Hinweis geben. Es ist größer als eine Spinne, aber auch voll mit Schätzen. Und es steht oben und blickt auf dich hinab. Geil. Außer kommt, wenn ich alles erledigt habe. So, und blickt auf mich hinab. Was hat er jetzt gerade gesagt? Hast du es gehört? Nein. So. Ja, stimmt. Wir können natürlich auch noch irgendwie hochlaufen und springen und alles Mögliche, ne? Ah, das sollten wir nicht vergessen. Ein Heiltrank rausgefallen. Man ist nämlich so gewohnt, dass man bei diesen Spielen nicht springen kann. Das ist nämlich eigentlich relativ ungewöhnlich. Hier ist eine Kiste! Guter Junge. Was hast du bekommen? Etwas Glitzerndes. Ah, schade. Da kommt man nicht. Zum Kanon kommt man nicht. Der ist total hämisch, der Typ. Oh Gott. Kann ich da wieder hoch? Nee, schaffe ich nicht. Ah, cool, das ist immer rüber. Wo bist du jetzt hin? Ja, oben auf dem Dings. Auf dem Sims. Ah, hier gibt's... Oh, nee, warte. Ah, hier ist eine Truhe. Ja, die Truhe habe ich auch gerade gefunden. Ja. Ja, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Da kommt man gar nicht hoch, wa? Nee. Aber wir können hier weiter. Ja, ich komm. Bam! Bin schon da. Man hat auf jeden Fall das Gefühl von Macht.
Irgendetwas ist mit dieser Stimme. Etwas, das ich nicht recht fassen kann. Ich habe dank meiner Arbeit viele Monster bekämpft und erschlagen. Die, die reden können, sind immer die Schlimmsten. Das stimmt allerdings. Ist my Boomstick. Geiler Film, auf jeden Fall. So, dann sind wir schon im nächsten Level hier. Das geht ja ganz gut ab. Nach all der Zeit gibt es noch Überlebende. Schloss Zagore steht noch. Eine Zuflucht vor den Schrecken, die davor lauern. Ich bin der Zorro-Typ. Der Zorro-Typ, der letzte Kostüm des Gerechten. So, warte mal, kann ich... Ach, Hardcore. Ja, bist du der Gerechte? Nein, ich glaube, das ist nur, Nein. Das ist halt, was für Zauber du hast, ne? Wähle dieses Kostüm, wenn du einen ausbalancierten Spielstil vorziehst oder es magst, unter den schlimmsten Umständen am stärksten zu sein. Oder Kostüm des Kavaliers. Wähle dieses Kostüm, wenn du einen Helden bevorzugst, der sich primär auf Zauber verlässt. Das wäre so mein Ding irgendwie, glaube ich. Und das Gerechten wäre dieses Kostüm, wenn du einen spezialisierten Helden entwickeln willst, der sich auf Präzision und kritische Treffer konzentriert. Das Kostüm des Gerechten baut nur Overdrive auf, wenn du kritische Treffer gegen deine Gegner landest. Das heißt, ihr habt auch noch unterschiedliche Spielstile wohl hier. Willst du die Kostüm des Jägers und ich nehme den des Kavaliers? Warte mal, ich habe hier Kausal, Normaler und Hardcore-Modus. Nee, hast du bei den Kostümen schon ausgewählt, oder was? Nee, ich hab noch nicht normal Hardcore-Charakter zurück. Muss ich mal. Ach so, Jägers Kavalier. Kavalier konnte gar nichts, ne? Der Kavalier ist eher auf Zauber. Das Kostüm des Kavaliers baut beständig Overdrive auf, aber deine Waffenattacken werden keinen Overdrive erzeugen. Es erlaubt dir, deine Dämonenkräfte zuverlässig einzusetzen und Begegnungen mit einem vollen Overdrive-Balken zu starten. Ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Also das Einfachste ist auf jeden Fall das Kostüm des Jägers. Und ich glaube, einer von uns sollte irgendwas anderes noch spielen, zusätzlich. Du willst der Jäger sein, oder was? Nee, ich wäre dann der Kavalier und du könntest den Jäger spielen. Ja, dann spiel ich den Jäger. Ja? Casual-Modus oder normaler Modus, oder? Normal, würde ich sagen. Normal. Muss ich das auch machen? Normaler Charakter oder Hardcore-Charakter? Normal. Achso, ja, normaler Charakter. Keine Bestellungen. Ja, bestellen. Also. Ah, jetzt sehen wir auch ein bisschen unterschiedlich aus. Dann kann man uns auch ein bisschen unterscheiden. Ist doch schon mal ganz gut. Ich kann aber trotzdem... Ach, geil, guck mal hier. Wir sind jetzt in der... Ja, wie soll ich sagen... In dem Schloss drin und können jetzt hier auch irgendwelche Sachen machen. Wir können jetzt hier reden. Transmutation. Benötigt Stufe 16. Ach so. Interessant. Sollen wir mal reden hier mit dem Typen? Welche Stufe bist du denn? Wo sieht man das denn dran? Stufe 1, oh Gott. Ja, wir sind beide Stufe 1. Viel Spaß. Ich bin Damien, der Alchemist. Ich kann dir mit nützlichen Vorräten aushelfen, wie Tränken und Bomben. Und du kannst mir mit deinem Gold aushelfen. Wir Alchemisten sollen Gold in Luft verwandeln können. Aber das ist alles im Dienste der Wissenschaft. Wirf einen Blick auf mein Angebot. Heutzutage gibt es keine große Nachfrage durch Jäger. Also, die Stimme kenne ich auch. Und die Leute, die bei mir Drakensang geguckt haben, die müssten auch wissen, wer das ist. Das ist nämlich eine Stimme aus Drakensang. Beziehungsweise, aus Blackguards ist das eine Stimme, glaube ich. Und zwar die des Zwerges, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Also, ich könnte jetzt hier handeln, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt noch gar nicht, oder? Mal gucken, was der so hat. Wir könnten schon was verkaufen, vielleicht. Meine alten Schwerter und sowas, die sollte ich eigentlich verkaufen. Damien. So, dann kann ich mal hier das Schwert reinziehen. Dieses Schwert hier auch. Da habe ich nämlich schon bessere. Das hier nämlich. 24 bis 45, habe ich auch zweimal sogar. Das hier ist aber schlechter, denn das hat noch irgendwie ein paar bessere Stats. Bringt auch ein bisschen mehr Kohle, deshalb verkaufe ich das hier. Und bei den Schrotflinten kann ich mich auch von einer trennen, weil die sind nämlich identisch. So, dann habe ich jetzt schön ein Schwert, eine Schrotflinte, einen Hammer. Und wir gucken mal, was wir hier noch so... Also das ist zurückkaufen, das wollen wir nicht. Wir können Tränke kaufen ohne Ende. Warte mal, muss ich den jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts schauen? Rechts ist das, was du hast und links ist das, was der Typ hat. Und wenn du jetzt was verkaufen willst... Warum hast du schon so viele Sachen? Ja, weil ich habe einmal schon gespielt, um zu wissen, wie das Spiel so funktioniert. Damit glaube ich, können wir hier aber noch nicht sehr viel verkaufen. Ich habe nichts zu verkaufen. Hier, guckt euch den an. Sieht eigentlich auch ein bisschen nett aus, muss ich sagen. So,
Ja, dann würde ich sagen, geht's los, oder was? Dann müssen wir mal gucken, was wir noch so machen können. Karte öffnen. Das sieht doch gut aus. Karte scrollen mit... Okay, mit den Tasten hier. Aber jetzt ist die Frage... Die Karte sieht ja mal richtig nice aus, muss ich sagen. Das haben sie richtig schön gemacht. Aber ich weiß nicht, was wir hier machen sollen, so ein bisschen. Können wir denn hier irgendwas anwählen? Wo sind wir eigentlich überhaupt? Ich rede mit Königin Katharina. Wir müssen erstmal hier reden. Ich rede nochmal mit Königin Katharina. Wo denn? Hier, neben dir. Wunderbar. Noch ein Jäger, der uns alle retten wird. Königin. Vielleicht haben wir jetzt endlich eine Chance gegen die unendlichen Horden. Aber vielleicht werdet ihr auch einfach genauso sterben wie all die anderen. Ey. Was soll denn das jetzt heißen? Mein Name ist Viktor Fran. Und so einen freundlichen Empfang habe ich in Zagoravia gar nicht erwartet. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Sobald ich ihn gefunden habe, verschwinde ich wieder. Dammit, jetzt habe ich immer unseren beliebten Schauspieler vor Augen. Nicolas Cage. Hör zu, Vran. Das ist mir alles egal. Es gibt nur eine Regel. Versprecht Ihrer Majestät nicht das Unmögliche. Jeden Tag versuche ich, sie davon zu überzeugen, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Jetzt, wo ihr hier seid, wird sie nur noch entschlossener darauf beharren, in diesem verfluchten Schloss zu bleiben und zu sterben. Ja, sollte das passieren, mache ich euch persönlich dafür verantwortlich. Verstanden? Alter, der ist aber drauf hier. Wer hier? Der Typ da, ja. Der Typ ist ziemlich drauf. Hier haben wir noch jemanden, mit dem wir reden können. Preiset die Himmel. Die Olle Gott da, oder hat was? In dieser ja, das, Stunde das hier, der unserer Patriarch. Not unsere Gebete erhört mit der schon? Und dich mit zu uns gesandt. Ich bin Kasimir, Diener seines Willens und der Patriarch von Zagoravia. Du bringst meinem Volk Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir in diesen dunklen Stunden benötigen. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Ja, das ist doch schön. Der hat auch ein cooles Artwork auf jeden Fall hier, der Kasimir. Der sieht sehr, sehr nice aus. Boah, hier ist eine Riesenkiste, ey. Die will ich haben. Geil, guck dir mal an, wie die hier rumstolzieren. Finde ich super. Ah, hier ist die Königin. Die Königin hat einen starken Willen. Nur so konnte sie so lange durchhalten. Das ändert nichts. Die Stadt ist überrannt. So, der hat jetzt irgendwie schön... Eure Majestät, ich werde gerne für eure Sicherheit sorgen. Wir wollen keine Sicherheit. Wir werden diesen Krieg gewinnen und unser Königreich von den Dämonen befreien. Aber natürlich. Es wird keine weitere Hilfe kommen, eure Majestät. Was mich herbrachte, war das Schicksal eines anderen Jägers namens Adrian. Adrian! Ihr habt bereits aufgegeben, während wir noch aufrecht stehen. Nun denn, wenn ihr euren Freund suchen wollt, müsst ihr nach Süden gehen, in die königlichen Gärten. Danke, Eure Majestät. In die südlichen Gärten. Jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen. In die südlichen Gärten gehen. Ey, das hier erinnert so ein bisschen an die Festung bei Herr der Ringe irgendwie, ne? Wo der am Ende mit dem Flammen sich runterstürzt. Ja, aber man kann leider den Winkel nicht ändern, ne? Also nur um Y drehen. Wie meinst du? Ist bei Blender den Winkel, ja, nee, das kannst du nicht. Das ist so typisch Top-Down halt, dass du irgendwie die Kamera von so schräg oben hast, ne? Bei Blender die Obenachse auch Y? Ja, ist auf jeden Fall anders als bei den anderen Programmen. So, sollen wir in die königlichen Gärten gehen? Geheimnisse gibt's 3. Würde ich sagen, oder? Ja, ich dachte, es wird bei dir auch geladen jetzt eigentlich? Nein. Ah, da musst du in die königlichen Gärten reingehen. Du bist im Schloss Zagor und ich bin in den königlichen Gärten. Das ist ja ganz witzig, dass man da echt so eine sehr unabhängige Art hat, wie man dieses Spiel spielt. Also du könntest jetzt im Endeffekt fast auf zu einem anderen Level gehen, wenn es ein anderes Level gäbe. Aber... Ich warte hier auf dich. Warte, wie komme ich denn da hin? Karte. Ich dachte, bin ich wieder? Karte. Ja, aber kann vermisst? Ich denn nicht irgendwie wie bei den anderen, dass ich dazu komme? Nee, ich gehe einfach zur Karte in der Mitte. Wo dieser Kartentisch und dann musst du das Level aussuchen. Da.
Oder ist auch schon verraten, was es also alles gibt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, jetzt ladet der. Wir sind einander noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Du kannst mich Stimme nennen. Ich habe derzeit keinen Körper, also ist das recht angemessen. Geil. Holla. Der ist auch ein Vogel, ey. Aber wie sollte ich dich nennen? Johann? Nein, du siehst nicht mehr ein Johann aus. Victor? Nein, du bist dämlich. Gennady? Das ist auch nichts mehr. Okay. Ah, ich hab's. Ich werde dich Vicky nennen. Oh, scheiße. Ja, das passt perfekt. Ich finde den Typen eigentlich echt ganz geil. Die ballern die Viecher. Ja, aber hier doch auch. Muss man die Fähigkeiten mitbenutzen. Mach ich doch, mach ich. Ja, auch die Götterfähigkeit, ne? Also die Dämonenfähigkeit. Ist nicht Uffiladi noch. Ey, wir müssen hier dieses Ding da kaputt machen. Was passiert? Jetzt kommen kleine Grüne. Hä? Schieße, hast du da noch drauf geschossen? Da kam noch Grüne raus. Echt? Oh, scheiße. Erschlage Spinneneier. 2 von 25. Wende 10. Achso, das sind so kleine Mini-Quests sozusagen. Ja, ich glaube, wir müssen hier so marodierend mal durchstiefeln irgendwie, ne? Ich laufe dir mal hinterher. Ja, mach doch mal. Gucken jetzt erstmal hier so auf der ersten Plattform. Ey, guck mal, hier sind noch mehr. Zack. Ich weiß eigentlich, ob ich meinen Hammer nicht vielleicht wieder auswählen sollte. Ich meine, die Schrotflinte ist schon ganz geil eigentlich, ne? Jetzt geht's aber aus. Ja, jetzt bist du ein bisschen langsam. Ja, voll. Wenn viele von den Kleinen zusammen sind, dann kann man super gut diese EFT-Fähigkeit benutzen. So, ich glaube, ich nehme mal den Hammer. Einfach nur mal so, weil ich mach kann. Das. Oh, ich hab den Rumpel verloren. Bin ich der Magier mit dem Hammer. Ja, ey, total. That's what she said. Oh, gierige Schrotflinte. Gierige Schrottflinte, wollte ich gerade sagen. Eine gierige Schrotflinte haben wir gefunden. Ach, guck mal. Oben bei dem, in der Minikarte wird das wie bei so einem Reversed Pac-Man angezeigt, wo wir langgelaufen sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Ist ja geil. Ein bisschen weiter unten. Nice. Der Hammer ist schon lustig auch. Ich bin runtergegangen, ne? So, das ist jetzt nur am Anfang so einfach, liebe Leute. Fürchtet euch nicht, wir werden noch ziemlich versagen. Früher oder später. Rums. Ah, jetzt sehe ich auch die Kleinen, die du meintest. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Achtung, Achtung. Ja. Nice. Achtung. Wumm. Ey, warum macht das nicht? Oh, jetzt scheiße, ich hab dich verloren. Nee, ich bin doch direkt neben dir. Nee, ich hab diese Sonderfähigkeit verloren. Wie meinst du verloren? Weil ich irgendwie Scheiße gebaut hab, anscheinend. Also du hast sie nicht verloren, sondern hast sie eingesetzt, aber nicht getroffen, oder was? Ich glaube, ich habe sie zu früh wieder losgelassen. Ich habe den Balken nicht voll gemacht und... Okay, soll ich erst rechts oder links lang? Sowas. Okay, jetzt noch eine... Oh, warte, hier ist aber noch was. Oh, eine Schrottflinte. Eine Schrottflinte, guck an. Ey, widerliche kleine wiese Spinnen hier. Hä, wieso läufst du so schnell? Ja, das ist geil. Also ich finde, das mit den verschiedenen Fähigkeiten, das kommt hier ganz gut zum Einsatz. Das funktioniert ganz gut. Jawoll. Leider nicht ganz getroffen, aber... Ich raff es gerade nicht, wie man die Dämonenfähigkeiten... Drei. Einmal nur kurz die drei drücken, oder was? Ja. Oh, jetzt habe ich Schaden bekommen von der großen Spinne hier. Warte, ich kümmere mich um die Kleinen. Hahaha! Ist schon geil. Macht Laune auf jeden Fall. Ich bin mit der Steuerung nicht so... Nicht so konform? Nicht so hundertprozentig glücklich.
Aber wie spielst du es denn? Was haben wir hier? Dieses Drehen. Also ich habe die Sache gerne von vorn oder von der Seite. Ach so, ja, nee, das ist natürlich. Ja, da bist du nicht LOL erprobt. Da kennt man das natürlich. So, ich nehme einfach mal einen Trank und damit bin ich wieder ganz voll. Und du kämpfst hier noch fleißig. Ja, warte, ich will jetzt auch einmal die 3 drücken. Ja, mach mal. Passiert nichts. Doch, da unten. Das Feld geht halt dorthin, wo du deine Maus hinhältst, ne? Ja, alles klar. Jawoll. Hier ist noch ein Trank. Lass es erst nochmal nach links gehen. Ich habe jetzt irgendwas mit L, bei L. Was ist mit L? Ich muss mal L drücken. Wieso L? Oh, Stufe 2. Schicksalskarten ausrüsten. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt Schicksalskarten ausrüsten, die dir verschiedene passive Fähigkeiten verleihen. Das ist ja geil. Jede Schicksalskarte erfordert Schicksalspunkte und einen freien Schicksalsslot. Deine Slots und Punkte werden sich bei bestimmten Stufenaufstiegen erhöhen. Na, das ist doch schön. Dann werden wir mal hier. Rüste eine Schicksalskarte aus. Wo kriegt man denn die Schicksalskarten her? Ich habe noch gar keine Schicksalskarten. Ist ja schön. Hope, the Warrior und Strength. Du hast jetzt 3, oder was? Ach, ey. Hier habe ich 3. Hier, zusätzlich zu deiner neuen Fähigkeit wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Nice. Bitte wähle deine Belohnung aus, um eine Stufe aufzusteigen. Hope, the Warrior oder Strength. Was können wir machen? 250 Lebensenergie, 5% Nahkampfschaden oder 6% kritische Trefferchance. Ich bin ja immer so ein Spieler, der gerne auf Sicherheit geht, deshalb gehe ich auf die Lebensenergie. Zack, Stufenaufstieg, sehr nice. Schicksalskarten J ansehen. Wie soll denn J? Ich gehe auf I und will die ausrüsten. Da ist sie schon drin. Okay, ich habe 250 mehr Lebensenergie, das ist doch cool. Habe ich auch gemacht. Das ganze Spiel, liebe Leute, gibt es momentan für 6,70 Euro bei Steam. Also man kann da echt nichts verkehrt machen. Das kostet normalerweise 20 Euro, ist jetzt gerade im Angebot. 60% reduziert. Und nein, ich habe es nicht vom Entwickler bekommen, ausnahmsweise, sondern ich habe es ganz allein gekauft, mit meinem eigenen Taschengeld. Und mir auch einen rausgelassen. Genau, ich habe sogar das dem Ossel gekauft, auch mit meinem eigenen Taschengeld. Aber ich bin ganz zufrieden eigentlich. Ich finde das ganz gut. Die haben hier eine Frostverzauberung. Das ist natürlich unangenehm hier. Das ist gar nicht so gut. Aber jetzt. Was denn hier? Das ist ein riesengroßes Schachbrett. Ja. Ich muss hier erst noch gerade die hier wegmachen. Overkill. Das ist schon mal. Man kann beim Schießen nicht laufen. Ich glaube, das stört mich. Na gut, aber das ist normal. Oh, ich komme zu dir. Ich komme zu dich gerettet. Man muss hier für die großen Monster, da musst du die Fähigkeiten aufsparen sozusagen und die kleinen mit den normalen Angriffen wegmachen. Ich glaube, anders geht's nicht. Ich will hier auch mal den Hammer ausrüsten für die Kreuz und Fleuch hier. Nice! Wie war das? Der Balken, der muss voll sein, bevor man das benutzen kann. Ja, und du kriegst den durch Nahkampfschaden. Bei mir hört sich der die ganze Zeit auf. Oh Mann. Geil. Schachmatt, ja. Oh, hier ist ein Schwert. So. Ich habe einen Hammer nochmal bekommen. Das ist ja geil. So. Ich muss einen neuen Hammer ausrüsten, weil der macht nämlich wesentlich mehr Schaden. Jetzt ist mein Zorn endlich voll und jetzt geht er wieder runter. Der geht wieder runter? Echt? Du musst halt irgendwie, du brauchst eine schnelle Angriffswaffe. Eigentlich musst du das Schwert nehmen. Ich glaube, die Schrotflinte ist für dich nicht richtig. Du brauchst eigentlich eine Waffe, die möglichst schnell angreift, damit sich dein Zornbalken relativ schnell erhöht und du dann deine Dämonenfähigkeit auswählen kannst. Aber hat man echt nur eine Waffe? So? Oh, ich habe ein neues Schwert. Nice. Ich auch, Alter. Ich bin hier bei den Frost-Heinis hier. Ich komme nicht raus. Hier kannst du rüberspringen. Denk daran, dass du springen kannst. Bäm! Einfach mal Overkill-mäßig hier diesen Schneeball weggemacht. Ist Schneeball als Gegner finde ich lustig. Ja, ich find's lustig, aber ich find's auch immer, also ich finde diese ganzen Slime-Monster und was auch immer, die sind halt, eigentlich existieren die nur deshalb, weil die einfach zu kreieren sind und keine Animationen brauchen und sowas. Stimmt es auch? Ja, klar.
Ich würde nie was Unwahres sagen. Guck mal, hier kann man sich heilen. Nice. Noch zu. Aber die Schneebälle, die kommen ja immer weiter, wa? Ja, aber die Schneebälle, als Gegner, was musst du da machen? Du musst du nichts machen. Also animieren, meine ich, so arttechnisch. Das ist voll einfach. Ach, hier meinst du das? Kein Rig, keine verschiedenen Animationen. Du musst es einfach nur ein bisschen drehen lassen und fertig. Ja, aber drehen musst du das richtig, Oh, hier sind noch Energiebälle. Weißt du, Energiebälle und Schneebälle. Voll easy. Das haben wir bei Looter Kings nicht. Wir haben eigentlich durchgehend ziemlich ausgefeilte Gegner. Ja. Sollen wir nach unten gehen? Bin doch auch schon da. Juhu! Taschendiebstahl bei einer Spinne. Alter. Ich bin halt wirklich OP, ne? Das musst du erstmal hinkriegen, Taschendiebstahl bei einer Spinne. So, jetzt guck mal, jetzt bist. Oh, ich hab schon wieder eine Hammer. Stufe. Warte mal. Ich habe eine Stufe auf. Ich bin auf eine Stufe aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch, deine Lebensenergie ist angestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Nice. Außerdem, zusätzlich zu deiner neuen Fähigkeit wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Diesmal 5 Fernkampfschaden oder 20% kritischer Schaden oder die Geschenkekiste. Ey, 20% kritischer Schaden ist schon ziemlich OP. Wo liest du das denn nach gerade? Ja, ich bin Stufe 3 geworden gerade. 3? Ja, du bist ein Angeber, ey. Wirst du bestimmt auch gleich. So wie wir uns hier durchschnetzeln. Da, eine Schneekugel. Erneut. Und es ertönt eine Panflöte. Hast du... Oh, Frost. Nicht da reinlaufen. Also Rumpel sagt, Quadcorphenia, wegen mir dürft ihr das Spiel gerne jederzeit wieder spielen. Das ist doch schon mal schon gut. Ich find's eigentlich auch bis jetzt ziemlich cool. Was sagst du so? Ja, abgesehen von der Steuerung jetzt. Na, da muss ich noch reinkommen. Aber inzwischen mit dem Schwert geht's schon besser bei dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Du wirst mir vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Nicht das Problem. Nicht das Problem. Vor allem immer ausweichen hier. Und dann 3. Rums. Ja. Bevor ich ein bisschen Schiss hab, weil du insgesamt mehr Skill hast, dass wir uns auseinanderleben wie ein altes Ehepaar. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, je höher man in diesen Stufen kommt, desto länger braucht man, um nachzurücken. Also, um die nächste Stufe zu erreichen. Das heißt also, ich brauche wahrscheinlich doppelt so lange, von Stufe 3 auf 4 zu kommen, wie du von Stufe 2 auf 3. Deshalb wirst du immer mich aufholen und maximal eine Stufe unter mir sein. Das ist eigentlich ganz cool. So, schau mal, Vicky. Ein Labyrinth. Das sieht spaßig aus. Lass uns da reingehen. Nein, doch nicht im Labyrinth, das ist voll. Ich habe hier noch so Energiemonster. Was ist denn hier überhaupt los, ey? Was ist hier? Ach so, hier, da kannst du nicht gut durchgehen. Ja, die Schneedinger, die haben auch sowas. Oh, da ist wieder eine große Spinne. Schockwelle. Hier ist eine große Spinne. Bist du bereit? Hast du alles parat? Fähigkeiten! Jawoll! Alter! Rums! Jetzt mal wieder ein bisschen zurückziehen, ein bisschen vorsichtig sein und dann, Overkill. Wenn wir die Fähigkeiten wieder haben, dann geht's wieder ab. Oh nice, du hast die andere große Spinne weggemacht. Ey, das gilt nicht. Kein Springen! Achso, wir sind ja in einem Labyrinth, das stimmt. Überall in allen Spielen sind Spinnen dabei. Wir haben bei Looter Kings extra gesagt, wir werden keine Spinnen reinbringen. Liebe Blutkatze, das wird mich hoffentlich freuen, wenn du überhaupt noch da bist. Habt ihr Ameisen? Nee. Aber wir haben Käfer. 6 Beine? Oh, jetzt habe ich meine Götterfähigkeit ganz umsonst ausgelöst. Also jetzt wird es bei mir auch lohnen, die Typen mal zu dealen. Ja, jetzt mach doch mal hier. Du musst. Du hast ja auch. Naja, ist noch nicht voll. Ja. Ich mach gleich das Nest dann. Wenn ich voll bin, mach ich das Nest kaputt. Oh, hier ist eine Truhe, hier ist eine Truhe. Oh, nice. Ah, das Nest brauchen wir. So, warte. Natürlich. Ja, ich mach's jetzt. Achtung. Ich hab sonst bei dem Nest. Oh, nice. Ich bin schon wieder Stufe aufgestiegen. Das geht echt relativ fix hier. Ich bin Stufe 2 geblieben. Echt? Ja, ich bin immer noch Stufe 2, aber du bist bei mir auch Stufe 3. Ja, ich muss erst den Stufenaufstieg vollziehen. Aber vielleicht hast du nicht recht, irgendwo so ein.
L. So ein L stehen, ja, da musst du den Stufenaufstieg auch vollziehen, weil sonst wirst du nicht. Oh, geil, hier ist eine Karte drin gewesen. Stärkekarte. Kritischen Schaden. Ich halte dir mal den Rücken frei währenddessen, ne? Ach, viel sein. Dann bin ich jetzt auch Stufe 3. Ja, ich bin gleich Stufe 4, aber erst wenn ich hier höher hab. Hier ist noch ein. Das ist ein Herzchen. Verdammtes Nest. Da. Da, hier sind sie. Man benutzt seinen Zeigefinger sehr häufig. Sehr häufig, ja, das kann sein. Na, ihr kleinen Biester. So, hier sind noch welche. Hier sind überall noch welche. Oben rechts im Labyrinth siehst du, in der Mini-Ansicht siehst du das. Oh, ja, aber wenn du da unten hingehst, dann lass uns mal zusammen hingehen, weil sonst wird das vielleicht doch etwas haarig dann da. Oh, guck mal, hier warten sie schon, auf der anderen Seite. Ja. So, warte, da hau ich mal meinen dicken, Ja, warte, ich komm auch dahin. Ich komm auch dahin. Lass mich erst doch... Ah, er geht schon in den Kampf rein, ich kann noch nicht leveln. Wieso? Ach so. Ja, die sind ja da versteckt. So, zack. Ui. Nice, ne? So, lass mich mal ganz kurz leveln, dann kann ich ja... Also, zweite Waffe deiner Wahl ausrüsten. Geil. Ab Stufe 4 kann man zwei Waffen haben. Im Kampf kannst du frei zwischen deiner ersten und deiner zweiten Waffe wechseln. Das ist schon mal gut. Zusätzlich zu deiner neuen Fähigkeit wirst du einen... Blablabla. Wähle eine Belohnung aus. Und zwar entweder einen Hammer mit 96 oder eine Sense. Spinnentöter-Sense. 9 bis 96 oder 72 bis 96. Da ist ja die 72 bis 96 ja wesentlich cooler. Was hat die hier noch so? 10% Crit-Schaden, 35% Schaden gegen Spinnen. Jetzt wüsste ich mal ganz gerne, was ich momentan an Hammer habe. Ich habe ja schon viel besseren Hammer hier. Guckt euch den an. Was habe ich eigentlich hier drin? Nice! Direkt ausgerüstet, Alter. So, dann hole ich mir mal eine Sense. Und Stufenaufstieg. Nice. Jetzt habe ich eine Sense und einen Hammer. Das ist ja super geil. Ich komme! Also... Zu dich. Ich habe, mein Hammer macht jetzt unglaublich viel Schaden übrigens. Ist wo zwar ein bisschen langsam. Wann der nächste Levelaufstieg ist, sieht man das irgendwo? Nee, also ich habe es noch nicht gesehen auf jeden Fall. Aber du hast auch 100 Monster mehr getötet als ich. 100? Ja, fast. Ich nutze vielleicht meine Fähigkeiten etwas sinnvoller. Oh, guck mal, hier sind XP-Crystals. Hast du die bekommen auch? Ja, jetzt habe ich auch Levelaufstieg. Ich habe aber noch einen Hammer. Jetzt kriegst du Zeug noch dazu. Ich mache mal ganz kurz diese zwei Typen hier weg. Weiter. Overkill, ja, natürlich Overkill. Du hast eine Sense, ich will auch eine Sense. Stufenaufstieg. Die Sensen machen mehr Schaden gegen Spinnen anscheinend. Da ist auch schon ausgerüstet. Tschüss, Mr. Freak Rose. Wir haben auch 23:08, aber gerade macht es irgendwie Spaß. Manchmal kann man das nicht ändern. Ach, guck mal hier, das hätten wir auch verwenden können. Damit haben wir Overdrive bekommen. Vitalität. Auch nice. Oh ja, stimmt. Schade. So. Boah, da sind ganz viele noch neu dazugekommen. Wie meinst du ganz viele? Auf der Vitalitätsskala. Ich weiß aber nicht, wie man die benutzt. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was meinst du mit der Vitalitätsskala? Das gelbe, der gelbe Balken, da sind doch so Sachen drunter. Ach ja, stimmt. Da ist bei mir die Sichel einmal, dann... Ah, da müssen wir... Warte mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie man die auswählt. Ah, wenn du Maustaste drückst, dann kannst du zwischen den Waffen hin und her wechseln. Ah, ja, krass. Du kannst die auch mit der Maus... geil. Ja, Maustaste klicken, dann ist man einmal zwischen den beiden hin und her geschaltet. Ah, da steht dann nochmal genau, was die alle so machen. Ja, das ist so ein bisschen das Konzept natürlich von den ganzen MOBAs, wo man einfach eine Taste drückt und dann eine Fähigkeit auswählt. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier bei den ich habe schon wieder einen Stufenaufstieg gesehen. Das geht echt schnell. Benutzt ja. Die zweite Waffe. Ich kann etwas Junges und Zartes vorausspüren. Ich werde mich mal vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. Wie benutze ich denn die... Er nennt uns halt wirklich Vicky. Frechheit. Wie benutze ich denn die... Sichel? Wie meinst du?
Die zweite Waffe. Ach so, das ist Auto. Ja, ja, alles klicke, klar. Klicke Mausrad. Ja, ja. Ach, klicke Mausrad. Ah, ja, ja, wo steht das denn? Das steht im Endeffekt mit so einem kleinen Symbol da. Heilung. Oh, ich hätte F drücken sollen. Regeneration. Ey, hier ist jemand zum Reden. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Nice. Hallo Irene. Du hast aber einen kecken Hut auf. Viktor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Aber auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Irene. Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich. Viktor Vran. Ja. Reim darauf machen, was hier geschehen ist. Geeking Jay, sie hallo. Hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher. Ja, wir sind gut ausgerüstet mit unseren Hämmern. Oh, jetzt kriegen wir aber, da gehe ich dann doch mal wieder Skeleton. Am Meer. Irene Richter. Die Aussichten mehr als Fenster. Ah, geil, ey. Ich hab mir auch diese... Ah. Das ist immer schön. Das ist was ist der hier? Feuer, Feuer-Skelett. Das ist ja böse hier. Komm hier, bleib da. Die Fliegen physikalisch korrekt weggeflogen, würde ich sagen. Oh, ich kann nochmal leveln. Das müsste ich auch gleich machen. Ey. Boah, Alter, jetzt hör mal auf mit deinem Level. Ja, warte mal. Ich level gerade. Das macht mir ganz wuschig. So, mächtige Schicksalskarten ausrüsten. Halt mir mal den Rücken frei. Danke. Schlossanleitungen dürfen dann ein Maximum an Schicksalspunkten nicht übersteigen. Okay. Was haben wir denn hier? Zusätzlich blablabla. Der Beschützer löst nach einem Nahkampftreffer eine Explosion aus. 150 Schaden, 10% Wahrscheinlichkeit. Die Explosion kann Feinde elektrisieren oder erzeugt bei einem kritischen Treffer eine Frostexplosion, die Rüstungsschutz ignoriert. Das ist ja auch geil. Ich würde mal eher den Beschützer machen. So, was willst du eigentlich hier? So, und jetzt muss ich das noch ausrüsten. Vorrang. Bei den Dingern hier, The Guardian. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe jetzt den Rourke, 20% kritischer Schaden oder Lebensenergie dazu. Dann würde ich mal sagen, ich nehme mal den Guardian hier dazu, statt den 20%. Und, obwohl, nee. Ich mache die 20% kritische Schaden, muss ich rein, weil ich habe momentan nicht überhaupt? Das Problem mit den... Ich bin im Menü. Ich habe nicht das Problem mit dem Leben momentan so. Nee, ich finde dich hier unten bei auf der Karte nicht. Ich bin oben, wo das grüne Kreuz ist. Oder bist du da schon reingelaufen? Oh, scheiße. Bist du da schon reingelaufen? Ja, ich bin jetzt eine Etage höher gelaufen, weil ich dachte, du wärst da oben. Nee, ich stand doch da noch die ganze Zeit. Hier gibt es auch noch total viel zu gucken. Bin nicht gesehen. Kannst du zurückkommen? Jetzt gerade ist mir der Weg ein bisschen versperrt. Okay. Oh. Dann ist super. Komm ich mal zu dir runter. Du bist in diese Krypta reingegangen, oder was? Nee, ich bin oben, eine Etage höher. Du siehst mich doch oben auf der kleinen Minimap. Nee, sehe ich dich eben nicht. Oh, ich habe dich nämlich da eben auch nicht gesehen. Sind wir noch in der gleichen Herd. Bist du denn noch bei den Skeletten? Achso, und bist du durch das Tor gegangen? Weil da ist nämlich ein Kreuz. Nee, da bin ich eben nicht durchgegangen. Oder sind wir jetzt... Ach nee, wir sind nicht mehr in dem gleichen Spiel. Wir sind irgendwie disconnected worden, glaube ich. Scheint nicht feindselig zu sein. Eher verwirrt. Wir müssen mal gucken, ich muss mal gerade hier mich in Sicherheit begeben, dann gucke ich mal, ob ich da irgendwie wieder dich zurück ins Spiel holen kann. Das ist ja blöd. Ja, ich habe gerade dein Dingsbums Connection Lost aufgenommen. Aber was ganz geil ist, man kann mit diesen... So, jetzt hat. So, Spieler einladen. Ich lade dich einfach nochmal ein, okay? Ja, mach mal. Habe ich. Spieleinladung verschickt. Oh, wie komme ich da nochmal hin? Escape. Und dann Freunde. Du bist gar nicht invited bei. Ach so.
Hä? Das ist aber komisch, warum bin ich nicht raus? Ja, du bist im Schloss Zagore. Jetzt musst du zu mir kommen noch. Wo bist du denn? Ja, ich bin immer noch dort, wo du rausgeflogen bist. Das war in den Gärten, ne? Nee. Ja, doch in den Gärten. Oder weiter halt in dem zu dem Friedhof oder so. Warte mal, wie ist das hier? Da müsste eigentlich oben links stehen, wo ich bin. Siehst du das? Oben links steht bei mir leider gar nichts. Doch, da wo Sergeant Rumpel steht. Stufe 5 steht da. Und dann drunter, unter meinem Lebensbalken? Königliche Gärten. Ja. Oben, ganz oben steht König. Aber das ist, weil ich das ange... Ach so, bist du dann da auch? Ja, ich bin da auch. Ich da mal rein. Versuch mal zu mir zu kommen. Ah, da... Ja, ich sehe jetzt einen Pfeil. Ich sehe jetzt auch einen Pfeil, ja. Da musst du wahrscheinlich einmal durch das Labyrinth bis zu mir kommen. Ich spring einfach über die Dinger drüber. Sind die denn jetzt alle Monster wieder da? Nein, bis jetzt habe ich noch keins gesehen. Ah, gut. Okay, dann ist ja gut. Aber da ist noch ein zweiter Pfeil. Wie ein zweiter Pfeil? Oder ist das... Bin ich hier alleine gegen zwei große Spinnen. Mach mal schnell. Ich bin sehr, sehr schnell. Aue. Yeah. Ah, jetzt bin ich... Ah ne, jetzt das grüne Kreuz wieder. Ja, ich bin gleich, ich bin gleich fertig. So, easy. Schlitz, Schlitz, Schnitz, Schnitz. Ich muss dann doch nochmal einen Trank nehmen, aber ansonsten geht's mir gut. So. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ach, guck mal, hier wäre auch sogar noch was zum... nein. So, was jetzt muss ich aber gleich bei dir sein. Oh, jetzt habe ich aber viel Gold bekommen. Bleib mal stehen. Ah, da bist du. Ja. Sauber! Jetzt hast du gerade ein Level up bekommen übrigens. Richtig! Richtig! Moment da. Hast du schon keine weiter? Weiß ich doch schon. Ja, du jetzt kriegst du die krassen Karten. Krassen? Hier kam ich an eine zufällige. Ich kann da eine Schatzkiste. Guck mal hier, ich schwebe in der Luft. Ich weiß nicht. Ich schwebe in der Luft! Weil die Collider falsch sind. Das habe ich heute gerade auch gemacht. Das mit Collider den Collidern. Kuriert. Jetzt ja, bleib ja. Doch mal stehen, Mann. Ja, mach ich doch. Hier, guck. So. Da schwebt man in der Luft. Ja. Ja gut, dann lass uns mal in dieses grüne Dings da reingehen, in das grüne Kreuz. Ich habe die ganzen Gärten jetzt hier cleared. Nee, das stimmt nicht. Da hinten waren noch welche. Grabstätte der Verdammten. Sollen wir das mal machen? Ab dafür. Ey, betreten oder was? Ja. Der Geruch steigt einem sofort in die Nase. Diese Monster sehen ja auch immer gleich aus. Irgendwie. Nicht der sterile, trockene Geruch. Du bist noch in den königlichen Gärten übrigens. Nein, ich betrete jetzt. Dies ist ein anderer. Ich war noch allzu vertrauter Geruch. Der Gestank von verrottendem Fleisch. Neue Gegner. Aber die sind ja. Alter, was ist mit denen los hier? Da müssen wir die Spezialfähigkeiten draufsetzen, weil. Wow. Nice. Aber warte mal, ich will aber dann mal gerade die Schrotflinte auswählen. Ich halte ja so lange den Rücken frei, hier kommen drei Skelette. Boah, hier ist noch ein Hammer, der eigentlich ziemlich gut ist. Ja, mach dann einen Hammer, nimm den Hammer. Ist auch viel besser als das Schwert. Aber ich sag dir, du hast halt diese Dämonenfähigkeit, ne? Das Aufladen funktioniert bei dir über Angriffe. Und je mehr Angriffe du hast, desto schneller. Ein weiterer Leichnam. Genau. Könnte es Adrian sein? So, das war's gar nicht du. Oh, XP. Nein. Das ist, wenn man so kleine Level abschließt, dann kleine Missionen. So. Oh, was hab ich denn? Ups. Kling, kling, kling. Wieso steht er wieder auf? Was ist denn eigentlich mit dem hier? Greift er mich an? Ah ja, doch, der greift mich an. Damit!
Hat der jetzt gerade automatisch einen Trank eigentlich? Sah gerade fast so aus. Vernichtende Sense. Ich muss mal gerade ins Inventory mir meine Sense angucken. Die ist nämlich ein bisschen besser. Nee, ist sie... Oder? Doch, ist sie wohl. So, und den Hammer. Hammer of Doom. Ja, das stimmt alles noch. Spinnentötende Schrotflinte des Bären. Ich habe lediglich die Empfehlung ausgesprochen, einer der unseren ist hier gefallen. Aber es ist nicht Adrian. Dann will ich das doch mal. Ich werde diese Gruft reinigen, sodass du in Frieden ruhen kannst, Bruder. Hier haben wir wieder so einen größeren. Ja. Ach, meine Götterfähigkeit verballert. Das ist, der ist ätzend, dass er so schnell sich bewegt irgendwie. Aber deshalb baller ich den. Haha, gerade zur richtigen Zeit, würde ich mal sagen, habe ich den nicht gehauen. Nice. Wo war der? Ja, bitte. Du musst hier noch alles zerlegen. Ja, hier sind nämlich Heiltränke und sowas drin. Und Gold. Gold, vor allen Dingen Gold. Jolt. Lecker Jolt. Der Tod eines Jägers wird von anderen Jägern oft als das Dahinscheiden eines Familienmitglieds betrachtet. So, was haben wir noch? Wir trauern und trinken auf die Taten und Leben jener, die wir verloren haben. Wow. Ja, von beiden Seiten haben wir ihn eingepfercht. Sehr gut. Na also, yes. Geht doch. Ah, übrigens, wenn du diese... Also, du bist ja jetzt gleich mit dem Hammer unterwegs. Doch, habe ich immer noch. Schon wieder Gold hier. Das ist ja... Goldregen. Ey, ich habe so viel Gold. Ich weiß gar nicht. Und ich habe einen Levelausstieg. Stufe 6. Du kannst nun zweites Verbrauchsgut ausrüsten. Das ist ja auch nett. Tränke bieten Heilung und Stärkungen, während Bomben alle Gegner rings um dich treffen. Nice. Entweder Bomben oder Rindenhauttrank. Feuerbombe. Ach komm, nehmen wir mal die Feuerbombe. Weil wir so spaßig sind. Was ist das? Die 2 ist das jetzt. Also wir haben jetzt 1, 2, Q, E und die 3. Irgendwann kommt auch noch eine zweite Dämonenfähigkeit dazu. Roms! Hilfe! Ja, was denn? Wer wird denn gleich Hilfe schreien? So, Tränke nicht vergessen, Ossel. Du brauchst einen Trank. Aber echt, ne? Ich könnte mal Bomben werfen, aber die sind immer so schnell weggefliegen. Oh, ist doch gar keiner von uns gestorben. Nee, noch gar nicht. Das werden wir auch noch aufrechterhalten, auch bei diesem Kampf jetzt hier. Please. Rums! Welche ist er? Sauber Rinski. Hier kann man sich noch heilen, wenn du willst. Ja, natürlich. Regeneration. Wer hat denn da jetzt Hilfe geschrien eigentlich? Hab ich überhaupt nicht gehört. Oh, hier ist noch ein Hammer. Hammer von Wert! Guter Name. Was macht der so? Weniger Schaden als der, den ich jetzt habe. Ist nicht genehmigt. Was mit dem Typen F? Ah, ach, der Typ war das. Oh, den Göttern sei Dank, ihr seid gekommen, um mich zu retten. Ich war mit einigen der Jäger auf Patrouille, um ihre Vorräte und Trophäen für sie zu tragen. Wir wurden angegriffen und ich habe einen taktischen Rückzug angetreten. Ja. Du bist einfach gerannt. Und hast die Jäger sterben lassen? Naja, wisst ihr, ich bin ein Feigling. Und das hat mich in dieser Hölle am Leben gehalten. Ich war mir sicher, dass jemand vorbeikommen würde, um mich zu retten. Also, ist die Luft rein? Kann ich zurück nach Hause? Der sieht aus wie von einem Cover von einem Terry Pratchett-Buch. Selbst das Leben eines Feiglings wird nur das Böse nähren, das hier heranwächst. Ich habe den Weg zum Schloss gesichert. Du kannst gehen. Oh, danke, danke, danke. Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, es euch zurückzuzahlen. Die haben echt ziemlich wertige Leute für die Sprecherrollen gecastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? So, wir sind wieder zurück. Erreiche das befleckte Grabmal. Na toll. Ich bin wieder zurück in den königlichen Gärten übrigens.
Jetzt bist du gerade ausgegangen, oder was? Ja, ja, genau. Bin rausgegangen. Ich warte hier auf. Ich hab noch immer von vor 3 Wochen dieser Erkältung, habe ich immer noch, kommt immer noch der ein oder andere Scheiß. Rotz in der Kehle. Mhm. Hier unten sind wieder viele Gegner. Adrian ist ein geübter Jäger. Jetzt wird aber auch das Sounddesign ganz schön überleben. Und warum sollte er weiter für eine verlorene Sache kämpfen? Wieso? Achso, du kannst die immer benutzen, ne? Aber das scheint, das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber wie gesagt, also du bist halt eher widerstandsfähiger, ne? Ja, aber es dauert ewig, bis ich das aufgeladen habe. Ja, da musst du nochmal lesen. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ne, du musst mal leveln. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Was? Ruhe in Frieden, Bruder. Halt doch mal die Schnauze jetzt, Nicolas Cage. Muss mal lesen, was das genau für dich macht, wenn du jetzt Crit-Schaden zum Beispiel bei den Karten erhöhst und Crit-Schaden das ist, was dir. Ich glaube, es sind einfach nur Nahkampfangriffe. Hier schon wieder XP. Die bei mir das. Die Wut quasi. Ah, jetzt kann ich leveln. Kann leveln. Ich level. Ja, mach mal. Level doch mal. Weiter. Heilung. Tränke, Feuerbombe. Ja, ich habe die Feuerbomben genommen. Tränke machen dich halt widerstandsfähiger. Oh. Habe ich gesehen, was ich gekriegt habe. Naja. Ihr verdammten Feuergeister! Bam! Sieht aber nice aus auf jeden Fall. Wenn ich zuschlage mit meinem Hammer. Ja. Das sah schon immer nice aus. Mhm. Richtig. So, hier das oben hatten wir ja am letzten Stream geklärt. Oh, hier ist eine Spinne. Ich habe ein Geheimnis. Der Schütze. Oh. Cool. Alter, ich habe hier eine Riesenspinne. Ich dürfte doch nur finden können. Ja, die ist tot. Ich glaube, ich habe gerade so eine Karte gekriegt. Kann das sein? Ja, das kann sein. Geil, das Skelett hier. Am Boden. So ein halbes Skelett. Nicht super. So, sollen wir dann noch reingehen und dann ist Schluss? Ja. Ich komme hier nicht durch, das Alter. Das befleckte Grabmal. So. Hier noch durch. Ambrosia, habe ich das richtig gelesen? Oh, hier sind noch welche. Ja, lass einfach, du musst einfach nur betreten. Die werden wir später noch wiederfinden. Die kaputten hier? Ja, geh einfach rein in den, zu den. Aber den habe ich, ist nur noch einer. Nur noch einer. So. Warte mal, beflecktes Grabmal, oder was? Ja, genau. Jawohl, da ist er. Da ist er, der Ossel. Da bin ich. Ich bin wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Wer ist denn dieser Typ, der mit uns immer redet? Hier ist noch so ein komisches Zieh dich nur Geisterwesen. Auf, ich bin viel zu geistreich für einen Jäger. Boah, den habe ich jetzt gut weggemacht gerade. Läuft hier hin? Ja, hier nur noch zwei Feuergeister. Momentan läuft man noch relativ easy durch, muss ich sagen, ne? Erschlage Monster innerhalb von 360 Sekunden. 80 Monster müssen wir erschlagen. Oh, nice! Du hast den richtig gut weggemacht gerade. Ah, oh, das ist schön. Freut mich zu hören. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Wer ist der leuchtende Bürger? Der Tag ist vorüber. Und Schatten. Reiten die Schwingen Overdrive. Der Nacht. Eine einzelne ich hab's richtig voll. Sinkt nieder von des Der nimmt überhaupt mal keinen Schaden, der Typ. Nee, der kannst du auch nicht. Geist, der redet gerade. Ja. Aber dem kann man ja gar nicht zuhören. Man ist ja beschäftigt. Warte, geh nicht! Hab ich etwas Falsches gesagt? So, unten sind noch viele Monster. Wir müssen innerhalb von 360 Sekunden noch wesentlich mehr Monster wegmachen. Hier unten. Hieronymo! Ja, voll.
nice. Schön daneben gesetzt, meine Wetterfähigkeit. Ich glaube, das ist ein Schicksal hier. Boah. So. Das war teuer. Zeit für Herausforderungen abgelaufen. Schade. Ah ne, die läuft noch, glaube ich, oder? 360 Sekunden. Haben wir noch ein paar. Ja, dann müssen wir aber schnell raus hier. Bin hinter dir. Jawoll. Ja, mach die weg. Overkill. Ich glaube, wir haben gerade die Herausforderung geschafft. Kann das sein? Ja, 80 von 80. Sauber. Lebensdiebstahl. Nice. Ich glaube, wir sind durch. Wenn der jetzt noch kommt. Oh, ich habe eine Gierkarte bekommen. Auch nicht schlecht. Man muss ja echt alles kaputt machen. Sollen wir wieder zurück? Ja, würde ich sagen. Hier, guck mal, alles mit Gold schön behangen. Ja, Gold abgeschlossen. Damn it. Boah, Vorrat. Eigentlich müssen wir noch jetzt hier rein. Erreiche die königliche Krypta. Komm hier mal. Jetzt bin ich leider wieder alleine. What? Nee, du bist bei mir. Du bist nur in dem falschen Level. Ich bin schon wieder in die königlichen Gärten gegangen. Nee, warte. Nice, der war richtig schön. Ja, bist du doch. Da bist du doch. So, kehre zum Schloss zurück. Jetzt haben wir nämlich das Ding auch. Soll das die Menschen draußen oder etwas drinnen halten? Oh. Hm. Also, das können wir noch nicht machen anscheinend. Kehre zum Schloss zurück. Ich kann schon wieder leveln. Ein paar Purzelbäume. Derweil. Ja, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt komplett alles zurücklaufen müssen. Oder etwa schon. Warte, ich level nochmal ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch! Deine Lebensenergie ist angestiegen, sodass du mehr Schaden aushalten kannst. Außerdem habe ich noch Belohnungen, Lebensdiebstahlbombe oder Geschenkekiste. Ich mache mal Geschenkekiste jetzt mal zur Abwechslung. Mal gucken, was das so bringt. Ja, was habe ich jetzt bekommen? Keine Ahnung. Oh, ich habe hier noch richtig... Ich habe neue Waffen bekommen hier. Guck mal, tanzendes Rapier habe ich. Angriffsgeschwindigkeit um 19% erhöht. Das wäre eigentlich so eine Sache, die du bräuchtest, ne? Kann ich dir eigentlich Sachen geben? Das wäre natürlich ganz geil, eigentlich. Ich sehe dich hier nirgendwo aufgeführt. Nee, ich sehe auch nicht, ob ich die irgendwie hinlegen kann oder so. Ach, guck mal, du hast da oben noch mehr. Ah, hier sind auch die ganzen Karten. Da kann ich nochmal in Ruhe nachlesen, was ich so kann. Das ist der, die Dämonenfähigkeiten, ja. Die Greed, was haben wir denn? Ach, die Chance. Was haben wir hier? Kopfgeld. Ach, Kostüm des Highlanders. Erschlage epische Monster an den folgenden Orten. Dämonenwelt, der Wismar und so weiter. Ja. Hier ist die Kiste auch. Die kann ich jetzt hier aufmachen wahrscheinlich. Öffnen. Da bin ich mal gespannt jetzt. Oh, noch eine Sense. Die Sense des Fuchses habe ich bekommen. Sense des Fuchses. Oh, die ist aber wirklich besser. Rinn damit! So. Bösartige Sense des Assassins habe ich gekriegt. Ich bin so froh, ich schlag Purzelbäume, Alter. Gesehen habe. Warte mal, ich rüste die mal gerade aus. Die was denn? Die bösartige Sense des Assassinen. Assassinen. Ich glaube, wir haben das hier alles geklärt. Hier dürfte ja eigentlich nichts mehr sein. Haben wir eigentlich eine große Karte auch? Ja, haben wir tatsächlich. Sehr witzig. Dann bin ich jetzt ja auch vollkommen auf der... Ach, guck mal hier. Der Bau der Brutmutter. Den haben wir noch nicht gemacht. Und hier fehlen uns noch so ein bisschen die Sternchen, muss ich sagen. Ich bin überhaupt nicht bei dir. Nee, wenn du M drückst, dann bist du auf der Karte. Siehst du die Karte in groß? Ja. Und dann siehst du unten rechts gibt es noch Bau der Brutmutter. Da könnten wir auch noch mal reingehen irgendwann. Aber ja. Vielleicht nicht mehr dieses Mal, sondern jetzt laufen wir einfach zurück in Chalos. Und spreche nochmal mit der Schatulle. Oder? Ja, klar. Hier ist das Schloss. So, liebe Leute, damit wären wir am Ende dieses Livestreams angelangt. Es ist, mir macht es Spaß hier, das Ding. Muss ich sagen. Wir können auch richtig krasse Sachen hier
schon wahrscheinlich einkaufen. Ist halt lächerlich, was der hier hat, ne? Das ist halt völlig, die ganzen Sachen kann ich nicht kaufen hier. Weil ich nicht genug Geld habe. Ich habe 7000 und habe nicht genug Geld dafür. Ich kann jetzt haufenweise das Zeug verkaufen. Ich brauche nur eine Schrotflinte. Nur einen Hammer. Und nur eine Sense oder einen Rapier. Das Schwert. Mal schnell gucken, welche Schrotflinte... Oh, ich habe hier eine richtig brauchbare Schrotflinte. Ja, tanzender Rapier. Vernichtendes Schwert oder das Schwert. Ja, bösartiges Schwert des Bären noch. Wenn man schön alles wieder verkauft. Wie viel habe ich jetzt? 22.000. Jetzt kann ich mir alles kaufen, was hier steht. Wo steht das? Wie viel Geld ich habe? Links oben. Oh, der hat immer mehr als ich, ey. Ja, ich habe jetzt auch gerade alles verkauft hier. Vercheckt. Aber das Geile ist, der Typ hat halt nichts, was besser ist als das, was ich habe. Nee, stimmt. Aber das Schwert sieht geil aus. Dafür kaufe ich jetzt hier... Effizientes Rapier. Sieht gut aus. Ich kaufe hier haufenweise Tränke, kaufe ich mir einfach. Ach du. Warum denn nur? Ja, wer weiß. Später braucht man die mal plötzlich. Ja, dann kann man die immer noch kaufen, oder? Vielleicht sind wir auch einfach zu geskillt für dieses Game. Hä? Ja, so. Also, liebe Leute. Wie gefällt euch das Spiel? Sagt mal Bescheid. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Können wir das noch mal ein bisschen spielen? Oder sollten wir das eher bei einmal belassen? Oder können wir das irgendwie öfter mal spielen? Ich gehe mal hier Was ganz hast kurz du denn da für eine Sense? Ist ja der Hammer. Die ist geil, ne? Voll gezackt. Voll gezackt und so. Ja. Der war gut, Rumpel. Ja, der war gut. Der meinte, dass wir zu geskillt sind. Das war gut, meinte sie. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier noch speichern kann irgendwie. Wahrscheinlich nicht, ne? Dann müssen wir jetzt, wir dürfen beide nicht weiterspielen, sondern wir müssen bitte öfter, öfter bitte, bitte öfter. Ist doch gut. Also, das ist meistens so, dass die Händler schlechtere Sachen haben als das, was man findet. Das Spiel gefällt mir gut. Ich würde es gerne öfter sehen. Oh, das ist aber wirklich äußerst positiv. Bitte weiter, sagt Krea. Ich habe es schon auf meiner Merkliste, sagt Miesexe. Im Chat sind alle durch. Ja, das stimmt. öfter, bitte öfter, ruhig öfter. Sehr gerne mehr davon. Ja, das ist doch super. Dann ist das beschlossene Sache, dass wir das im nächsten Livestream weiterspielen werden. Mir hat es auch echt Spaß gemacht. Es war echt lustig. Und genau, der Ossel spielt einfach nochmal irgendwie so leise, heimlich. Dann ist er auch Stufe 7 und dann sind wir wieder gleich. Stimmt. Oh, guck mal, wir haben halt trotzdem, jetzt haben wir plötzlich doch 5 Sterne hier. Ja. 5 Sterne jetzt, aber in der einigen Karte schon, aber noch nicht bei allen. Nee, eben, deshalb ja. Ach so. Wenn wir das nächste Mal spielen, sind Ach die so. Dann alle voll. Ah, verstehe. Jetzt hast du gerafft, ich bin Stufe 12. Ja. Geil, dass ich auch hier voll randalieren kann in dem Saal. Aber nun gut. Ja, damit gehe ich mal hier raus. Hauptmenü. Du bist sicher, dass du ins Hauptmenü zurückkehren willst. Dies wird alle Monster und laufenden Herausforderungen der Karte zurücksetzen. Ja, das läuft ist okay. Ja nix. Nee, läuft wir sind ja, wir sind ja wieder im Charloss und machen jetzt hier das zu. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Donnerstag ist schon um. Morgen ist Freitag, der letzte Arbeitstag und dann ist wieder Wochenende. Wir sehen uns am Wochenende wieder mit auf jeden Fall einem Layers of Fear Spiel und wahrscheinlich noch was kleineres anderes. Mal gucken, wie immer, auch 2 Spiele. Vielleicht machen wir auch ein Special, weil Layers of Fear hat mir ja schon gefallen und wir werden ja den großen Abschluss jetzt irgendwann sehen. Gucken wir mal. Ja, bitte öfter, mehr und schneller. Alles klar. Gut, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als O7. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns am Wochenende oder dann am Donnerstag wieder. Ja. Genau. Macht's doch gut, Leute. Wiedersehen. Genau. Haut rein, habt eine wunderschöne Zeit. Ich mache noch ein bisschen Musik an, ne, gleich. Fett rein. Später. Und so. Gute Nacht. Tschüss. Hier geht die Musik aus und hier geht die andere Musik an. I wanna sing a song just for you. 'Cause you're my special friend.